Okay, die Aufzeichnung beginnt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem vielleicht gar nicht mal so kleinen Webinar zum Thema TextGrid. Und was wir heute schaffen wollen, ist eine kleine Einführung zu geben in das TextGrid-System, in die virtuelle Forschungsumgebung und die gesamte technische Architektur, die dahinter steht. Aber das alles von Nutzendenseite aus, das heißt, wir gucken, welche Komponenten sind das, wie kriegen wir einen Einstieg in dieses System hin, was brauchen wir dazu alles? Und ja, das ist eigentlich das Ziel für heute, ein kleiner Rundgang durch das TextGrid-System. Ich habe einige Punkte schon aufgelistet, um die es sich hier drehen wird, über Login-Fragen, Fragen der Bedienung der Software, und bis dann schließlich zu einem Publikationsprozess, den wir durchführen wollen, um das alles einfach mal exemplarisch durchlaufen zu können. Ich habe hier für mich eine kleine Liste mit Zeitfenstern und bin eigentlich bestrebt, die einzuhalten und sehe allerdings in den einzelnen, bei den einzelnen Punkten auch durchaus Raum für Zwischenfragen. Das heißt, wer nicht im Listen-Only-Mode eingeloggt ist, kann mich im Prinzip zu jeder Zeit unterbrechen, indem das Mikrofon eingeschaltet wird und die Frage gestellt wird. Alternativ lassen sich Fragen auch in dem Public Chat stellen. Das ist auch noch eine Option. Ich kann dann allerdings jetzt während des Webinars nicht immer da reingucken. Ich versuche es, aber ich habe das dann nicht immer auf meinem Bildschirm zu sehen. Das heißt, gegebenenfalls, wenn da eine Frage gestellt wird, kann mich auch jemand anders einfach unterbrechen. Ansonsten haben wir abschließend die Zeit vielleicht noch für Fragen. Das müssen wir sehen, je nachdem, wie gut wir vorankommen. Ich bin auf jeden Fall immer dafür zu haben und ansonsten erreicht man eben auch uns über die weiteren Kanäle, die auf der TextGrid-Webseite genannt sind, um später auch noch einfach Fragen zu stellen. Die Aufzeichnung hierzu wird vermutlich ab morgen bereitgestellt. Das noch als kleiner Hinweis. Es dauert einfach immer eine kleine Weile, bis diese Videos dann irgendwie prozessiert sind. Und ab morgen gibt es das alles dann auch so hier zum Nachschauen. Schon während der Veranstaltung kann man sich die Slides, die eingeblendet sind, gerade über ein kleines Download-Icon hier unten in der Ecke herunterladen. Wer das möchte, ich suche noch nach einer guten Plattform, um die dann später irgendwo auch noch mit online zu stellen. Also vielleicht über den DHD-Blog als ein Kommentar dazu. Das weiß ich aber noch nicht genau. Okay. TextGrid ganz allgemein und das nun der Einstieg in das Thema ist eine virtuelle Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften, die für die Arbeit mit TI-codierten Ressourcen optimiert ist und den Forschungsprozess bis zur Publikation abbilden soll. Dabei benutzt man zwei Komponenten, das TextGrid Laboratory als eine Software, die man auf dem Computer installiert und mit der man Zugriff auf nicht öffentliche Daten erhält. Und demgegenüber steht das TextGrid Repository als ein Langzeitarchiv, in dem die Dokumente abgelegt sind, wenn sie publiziert sind, wo sie langfristig aufbewahrt werden und eben daraus auch referenziert werden können. Das Ganze hat den Hintergrund, dass dieser Data Life Cycle abgedeckt werden soll. Das heißt, von der Planung, Sammlung und Analyse, schließlich Verarbeitung von Daten, von Dokumenten, von Texten, bis hin zur Publikation der Ergebnisse oder auch der Originalquellen, möchte man bei TextGrid eigentlich diesen Prozess, diesen zirkulären Prozess abbilden. Und
Ich hoffe, das sehen wir dann abschließend auch, wenn wir die Beispieldokumente, die wir jetzt haben, oder die Dokumente, die wir heute publizieren wollen, in das TextScript Repository integriert haben, dass wir mit diesen Dokumenten dann eben nicht nur eine statische Veröffentlichung haben, sondern dass sie eigentlich einladen, auch dass damit weitergearbeitet werden kann. Was bedeutet nun eigentlich virtuelle Forschungsumgebung? Und das ist der Punkt, wo ich immer gerne referenziere auf die Definition, die mal von einer Arbeitsgruppe aus der Allianz der Deutschen Wissenschaftsorganisationen herausgegeben wurde, in der im Wesentlichen steht, dass es um ein ortsunabhängiges, kollaboratives Arbeiten geht. Und in dieser Umgebung möchte man, wie eben schon angesprochen, den gesamten Forschungsprozess unterstützen, abbilden, würde ich sagen, wäre schon eine schönere Formulierung, ist ein bisschen stärker, möchte den ganzen Forschungsprozess innerhalb dieser Umgebung durchlaufen können. Der Teil virtuelle Forschungsumgebung und dieses kollaborative Arbeiten gilt eben insbesondere für das TextScript Laboratory. Das TextScript Repository wiederum als ein Langzeitarchiv für die Text- und Bilddokumente ist, wenn man so will, ein eigener Bestandteil des TextScript-Systems. Es gibt zum Beispiel durchaus Nutzungsszenarien, wo Dokumente eingespielt werden in TextScript und wo das TextScript Lab, das Laboratory, überhaupt nicht benutzt wird. Ja, wo man Schnittstellen nutzt, um direkt in dem TextScript Repository zu publizieren. Das Repository ist optimiert für die Verarbeitung oder für das Speichern von Textdaten, insbesondere im XML-Format und dabei wiederum ganz besonders Rücksicht nehmend auf das Format der Text Encoding Initiative, TEI XML, denn dafür gibt es ganz einfach vorgefertigte Routinen und Suchfunktionen und dergleichen mehr. Außerdem können wir im TextScript Repository Bilddokumente ablegen. Und gerade in der Kombination von Text- und Bilddokumenten von Faksimile und zugehöriger Erschließung liegt eigentlich dann die Besonderheit und die große Stärke, wenn es um die Arbeit mit TextScript und insbesondere die Veröffentlichung im TextScript Repository geht. Der ganze Prozess, der zu durchlaufen ist, ist einmal auf diesem Schaubild stilisiert. Es geht im Prinzip darum, mit Dokumenten und Daten, die aus externen Quellen kommen, sei es zum Beispiel Faksimiles, die in einem Digitalisierungszentrum erstellt wurden, oder auch schon andere Born Digital Objekte, eben die Forschungsumgebung einzuspielen. Schon dabei kann man sich bestimmter Prozessierungsroutinen bedienen. Innerhalb der Umgebung kann man mit den Dokumenten arbeiten, man kann referenzieren, man kann Metadaten, Erschließungsdaten eingeben, hat dafür vorgefertigte Formularfelder und man kann in größeren Forschungsprojekten auch sehr flexibel, sehr viel darin anpassen und noch eigene Formulare hinzufügen, um diese Erschließung noch spezifischer ausführen zu können. Man hat dazu zur Verfügung ein Formularwerkzeug, aber die wichtigste Komponente ist vermutlich der XML-Editor, genauso wie der Textbild-Link-Editor, wo man eben Textbild-Verknüpfungen eingeben kann, herstellen kann. Schließlich, um
die ganze Arbeit eben auch wieder nutzbar zu machen, den Data Lifecycle wieder neu starten zu können. Gibt es den Block ganz rechts zum Thema Nutzung, wo es die verschiedenen Publikationsmöglichkeiten nun einmal dargestellt sind. Das ist nicht immer oder nicht ausschließlich das TextGrid Repository. Dazu können eben auch ganz eigene, spezifische, projektspezifische Webseiten eingerichtet werden oder über einen Workflow über Tech zum Beispiel können Printausgaben erstellt werden auf Grundlage der XML-Dokumente, die in der Umgebung TextGrid liegen. Ja, das TextGrid Repository ist allerdings darauf ausgelegt und bietet eben einfach für TI-XML-Daten ein paar, stellt ein paar Werkzeuge bereit. Ja, dazu gehört zum Beispiel auch für die Bilddokumente, was immer wichtiger wird, ein IIIF-Server, eine IIIF-Schnittstelle, um Bilder auch nur austauschen zu können und Bild-Metadaten nach diesem Standard vorzuhalten. TextGrid selbst hat als Projekt drei Förderphasen erlebt, ist 2006 gestartet. Das heißt, wenn man mit den Vorüberlegungen und dem Antragsprozess, wenn man den mit aufnimmt, würde man hier 2004 schon hinschreiben müssen. Nach diesen Projektlaufzeiten gab es die Weiterführung unter dem Dach von daria.de und neuerdings gibt es da ja die Verstrickungen zu claria.de. Wie das alles administrativ organisiert ist, dazu kann ich relativ wenig sagen. Ich arbeite seit 2012 mit dem System und habe damit eigentlich mittlerweile recht viele Editionsprojekte, die wir an der SOB durchgeführt haben und durchführen, unterstützt und eingerichtet. Der Startschuss dazu war einst die D-Grid-Initiative, wo es tatsächlich um Grid-Computing ging. Damals war das TextGrid-Projekt das einzige aus den Geisteswissenschaften kommende Projekt, das sich daran beteiligt hat. Mit dem Grid Computing, das hat sich dann für diese Zwecke nicht bewährt und davon ist man dann irgendwann auch mal abgekommen und hat dann eben einfach eine Architekturentscheidung zu anderen Systemen getroffen. Es gab frühe Versionen des TextGrid Laboratories bis zur Version 2.0, das war die erste, die veröffentlicht wurde. Kann man das alles auch noch nachvollziehen. Zwischenzeitlich gab es dann mal einen Wechsel von einer Comic-Eule auf ein Eulen-Icon, das im Internet wahrscheinlich ein bisschen brauchbarer ist. Genau, und heute läuft das als Service eben weiter bei daria.de und bei Claria. Alle wichtigen Informationen dazu gibt es auf der Webseite eben textgrid.de. Dort sei insbesondere an den Menüpunkt über das Projekt verwiesen, wo man ganz viel zu all diesen Dingen nachlesen kann, wo alle Antragstexte auch mit öffentlich drin stehen. Das finde ich sehr vorbildlich und wo auch alle Reports nachzulesen sind. Aus Nutzersicht ist wahrscheinlich das Wiki interessanter. Dort findet sich ein Nutzerhandbuch, wie auch eine technische Dokumentation für Entwickler geschrieben. Das Nutzerhandbuch ist in dem Wiki-System auf Deutsch und auf Englisch verfügbar. Okay. Die erste Frage, wenn man nun Zugriff auf dieses System haben möchte, bekommen möchte, stellt sich natürlich nach den Zugangsmöglichkeiten. Und
man benötigt für die Arbeit mit der TextGrid-Infrastruktur einen Account. Der kann ein Daria.de-Account sein, den man kostenfrei beantragen kann. Eine URL dazu habe ich auch auf einer weiteren später folgenden Folie. Man kann allerdings auch den Zugang über die Heimatinstitution nutzen. Das heißt, wenn man an einer akademischen Organisation beschäftigt ist, kann man im Login-Fenster, das zeige ich Ihnen gleich, einen Menüpunkt auswählen, wo man sich direkt über die eigene Universitätswebseite zum Beispiel einloggen kann. Man muss dann noch einmal bestätigen, dass ein Set von Daten an daria.de und das Zugangssystem dort übertragen werden darf. Das besteht aus einer E-Mail-Adresse aus Vor- und Nachnamen. Mehr sollte das nicht sein, wenn ich das richtig erinnere. Und dann kann man mit den eben den gewohnten Zugangsdaten sich eben auch einloggen und man benötigt dann gar keinen daria.de-Account. Jetzt kann es durchaus sein, dass Ihre Heimatinstitution eventuell nicht an diesem EduJane-Verbundsystem teilnimmt und in diesen Fällen ist dann die Zugriffsmöglichkeit über den daria.de-Account gegeben. Da registriert okay, für den daria.de-Account registriert man sich über eine Webseite und im Normalfall bekommt man die Freischaltung oder Erstellung des Accounts innerhalb von ungefähr 48 Stunden. Und insbesondere problemlos geht das, wenn man eine E-Mail-Adresse eingibt, die auf einen akademischen Account schließen lässt, also at University und so weiter, dann geht das ganz problemlos. Wenn man eine Free-Mail-Adresse, gmx.de oder was auch immer angibt, kann es durchaus sein, dass da eine Nachfrage kommt, denn das System steht nun mal für den akademischen Bereich offen und ja, sollte eben dann auch nur so genutzt werden. Der Slide steht die Webseite. Ich möchte an der Stelle direkt auf einen sehr, sehr wichtigen Punkt, diesen Zugang betreffend, aufmerksam machen. Das findet sich nämlich unter der Adresse im Bereich Self-Service unter Benutzerdaten. Dort gibt es eine spezielle Option für das TextGrid-System, mit der man den eigenen Account überhaupt erstmal suchbar schaltet. Das steht im Zusammenhang mit dem Zugriffsmanagement von TextGrid, worauf ich auch gleich noch eingehen möchte. Ist aber hier eine reine Funktion, die zu diesem Account gehört. Und nur um das einmal zu zeigen, mag ich meinen Bildschirm teilen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt so, wie ich das erwarte. Und genau, wunderbar. Das Einzige, was Sie beim Screensharing nicht sehen können, ist mein Mauscursor. Ich kann nicht genau erklären, woran das liegt, dass der nicht mit übertragen wird. Ich versuche immer daran zu denken, ungefähr zu sagen, wo sich meine Maus befindet, wenn man irgendwo klicken muss. Ja, das ist offensichtlich hier einfach eine Einschränkung der Technik. Okay. Wenn ich hier die Funktion Login benutze zum Daria Self-Service,
sehe ich schon das, was ich eben angesprochen habe, dass ich hier die Organisation auswählen kann. Ich kann hier oben auf einen Button klicken für Daria und den Daria-Account benutzen. Und ich kann hier unten aus einer Liste eine Organisation eingeben. Ich habe hier offensichtlich früher schon einmal Göttingen getippt und die Universität Göttingen ausgewählt, zu der wir als Bibliothek hier natürlich gehören. Es sind viele andere verfügbar. Ich tippe mal so etwas wie RWTH und bekomme dann eben die RWTH Aachen zur Auswahl hier gestellt. Wie gesagt, wenn Sie einer akademischen Institution angehören, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich diese auch in der Liste findet. Und für meine Zwecke jetzt wähle ich eben die Universität Göttingen aus. Klicke auf Select und komme hier schon direkt zu einer Webseite, die von meiner Heimatinstitution bereitgestellt wird. Kann ich hier oben an der URL nachlesen. Kann hier meine meist ohnehin im Browser gespeicherten Zugangsdaten benutzen und auf Login klicken. Werde dann weitergeleitet. Wie gesagt, wenn Sie das zum allerersten Mal ausführen, werden Sie zwischenzeitlich jetzt noch gefragt, ob die gelisteten Daten an das Daria-Authentifizierungssystem übertragen werden dürfen. Wenn Sie das bestätigen, kommen Sie auf genau diese Seite. Ich kann links im Menü unter Benutzerdaten auswählen, kriege jetzt hier ein paar Daten meinen Account betreffend gezeigt. Könnte hier meinen Account auch mit einer ORCID-ID verknüpfen, wenn ich das möchte. Das sind alles ganz spezifische Funktionen, diesen Daria-Account betreffend. Das Wichtige für diese Veranstaltung ist hier unten mit Suchbar im TextGrid Lab und dem Haken dahinter gegeben. Gerade als neue Benutzerin und neuer Benutzer habe ich, wenn ich diesen Haken nicht setze, nur die Möglichkeit, andere, die sich finden lassen, die dieses Häkchen gesetzt haben, in mein Projekt einzuladen. Ich kann so von anderen nicht eingeladen werden, wenn dieses Häkchen hier eben nicht vorhanden ist. Das ist die wichtigste Einstellung daraus. Und ja, dieser daria.de-Account ist es eben der Zugriff auf das TextGrid-System erlaubt. Okay. Damit wir das benutzen können, ist es für uns wichtig, die Software zu installieren, das TextGrid Laboratory. Wir können auf der Webseite textgrid.de, wo wir auch gleich diese drei Bereiche sehen, in die sich das Ganze aufteilt, das Laboratory herunterladen. Unter Download gibt es hier in der Tabelle nun mehrere Optionen. Die richten sich oder unterscheiden sich nach dem verwendeten Betriebssystem. In alphabetischer Reihenfolge beginnt man mit Linux, die ersten beiden Punkte. Es kommt dann eine Version für Mac OS X. Und dann gibt es zwei Downloads für Windows-Systeme. Bei Linux und Windows gibt es eben jeweils diese beiden Download-Funktionen, die sich nach der Computerarchitektur unterscheiden, nämlich zwischen 64-Bit und 32-Bit-Architekturen. Typischerweise sind 32-Bit-Architekturen nicht mehr im Einsatz. Es kann Gründe geben, sie noch zu nutzen. Allerdings ist das einfach schon seit
vielen Jahren etwas überholt. Für Linux und für meine Zwecke entscheide ich mich hier für die Version für Linux und 64-Bit. Es wird der Download gestartet. Und innerhalb weniger Sekunden finde ich auf meinem Ordner dieses ZIP-Archiv. Das ist ein ganz normales ZIP-Archiv, in dem findet sich ein einziger Ordner namens TextGridLab. Den kann man wahrscheinlich aus dem Dateibrowser auch heraus entpacken. Vielleicht nutze ich mal direkt diese Gelegenheit, so wie ich es eben auch auf dem anderen Rechner zeigen wollte. Wenn ich mit Rechtsklick auswähle, hier entpacken, bekomme ich einen neuen Ordner namens TextGridLab in meinen Downloads-Ordner gepackt. Ich will den da jetzt nicht unbedingt haben und packe mir den nochmal woanders hin. So. In diesem Ordner findet sich genau eine Datei, die ich ausführen kann, eine TextGridLab. Bei Windows ist es TextGridLab.exe. Bei mir heißt sie nur TextGridLab unter Linux. Für Mac OS ist das so eine typische Applikation, die man dann eben im Menü unter den Applikationen findet. Ich doppelklicke nur auf die ausführbare Datei und das TextGridLab wird gestartet. Auf der Startseite des TextGridLabs sehe ich nun schon die Möglichkeit des Logins. Es werden einige Werkzeuge schon mit angeboten. Die lassen sich vielfach allerdings immer nur nach Login nutzen. Zwei Tools, die zur Verfügung stehen und für die ein Login nicht notwendig ist, ist eine Suchfunktion. Das TextGrid Repository kann man hier genauso durchsuchen wie auf der Webseite auch. Und das Wörterbuchnetz ist integriert und hier lassen sich natürlich auch Suchbegriffe eingeben. Und dafür ist ein Login nicht erforderlich. Wenn ich allerdings auf eine Funktion öffnen möchte, die die zugriffsbeschränkt ist und erst nach Login funktioniert, werde ich in dem Fall dann auch automatisch von einem solchen Login-Fenster hier abgeholt. Alternativ stünde dafür auf diesem Welcome-Screen eben oben auch Login zur Verfügung. Und man sieht immer im TextGridLab unten rechts, ob man gerade eingeloggt ist oder nicht. Ja, an der Stelle ist es das gleiche Fenster zu sehen, wie wir es eben auch auf der Webseite hatten. Ich kann hier wieder den Namen oder einen Teil des Namens meiner Heimatinstitution eingeben. Für Göttingen bekomme ich zwei zur Auswahl, Universität und unser Rechenzentrum. Ich gehöre der Universität an, gebe nur noch meine E-Mail-Adresse ein. Und mein Passwort. Das muss ich mir in meinem Fall nur aus meinem Passwortmanager herausholen. Jetzt habe ich die Option, hier unten auszuwählen, angemeldet bleiben. Wenn ich das auswähle, dann wird nach dem nächsten Neustart des TextGridLabs automatisch wieder der Login-Prozess durchgeführt. Und ich müsste mich nicht erneut einloggen. Das ist ganz komfortabel, wenn man mit einem einzigen Account hier Zugriff drauf hat und eben das Lab, die Software starten kann und direkt
wieder eingeloggt wird. Ja, hier kommt noch eben die Meldung, das war erfolgreich und ja, nun öffnet es sich eine Benutzerverwaltung und ein Navigator. Daher, dass ich jetzt auf den anderen Rechner ausgewichen bin, fehlt mir mein Splitscreen. Ich schalte einmal zurück auf die Folien, auf die Slides. Genau. Eben diese Benutzerverwaltung ist der Grund, weshalb ich so viel Wert eben auf den Punkt mit der Suchbarkeit im TextGrid Lab gelegt habe. Da kann ich eben meine Kolleginnen und Kollegen einladen, an Projekten mit teilzunehmen. Ich zeige das auch gleich an einem ganz konkreten Beispiel. Was wir jetzt gemacht haben, ist der komplette Installationsprozess, den wir durchlaufen haben. Wir haben uns die Software runtergeladen, wir haben sie entpackt und gestartet. Wer vielleicht TextGrid aus früheren Versionen noch kennt, hat vielleicht in Erinnerung, dass es eine Abhängigkeit zu Java gab. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Mit dem TextGrid Lab wird eine Java 8 Version ausgeliefert. Das heißt, Sie sind da völlig unabhängig von dem installierten Java auf Ihrem Rechner. Das kann auch eine jüngere oder ältere Version sein. Das spielt einfach keine Rolle mehr. Das hat früher tatsächlich vielfach zu Problemen geführt. Insbesondere, wenn man Institutionsrechner benutzt hat und da selbst gar nicht Software in irgendeiner Form weiter installieren darf. Das müsste, so wie es hier jetzt dargestellt ist, mit Download, Entpacken und Starten auf jedem System funktionieren und man bräuchte dafür sehr wahrscheinlich keine administrativen Rechte. Das Login habe ich nun eben schon gezeigt. Mit dem Login betreten wir sozusagen unseren eigenen Bereich innerhalb dieser Infrastruktur. Wir können dort eigene Projekte anlegen, können unsere eigenen Dokumente ablegen und haben die Zugriffsverwaltung dazu vollständig selbst in der Hand. Noch einmal zu dem jetzt schon häufig genannten Wort Projekte. Der Begriff hat eine ganz bestimmte Bedeutung innerhalb TextGrids, denn TextGrid ist in sogenannten Projekten organisiert. Das heißt, mit dem TextGrid Lab logge ich mich typischerweise ein und wenn ich das allererste Mal mache, sehe ich erstmal nicht besonders viel. Ich sehe ein leeres Feld, über dem steht Navigator und dort drin gelistet werden lediglich die Dokumente, die ohnehin öffentlich zugänglich im TextGrid Repository liegen. Wenn man nun ein eigenes Projekt startet, heißt das nicht, dass das unabhängig von anderen Projekten ist. Es kann zumindest auch die Dokumente, die in anderen Projekten liegen, referenzieren. Und das gilt gleichermaßen für veröffentlichte als auch für nicht veröffentlichte Dokumente. Das heißt, und das macht in vielen Fällen tatsächlich auch Sinn, dass man bestimmte Bereiche, die man in einem größeren Projekt vielleicht angehen möchte, die man bearbeiten möchte, in unterschiedlichen Projekten eben auch realisiert. Das heißt, ich kann mich zum Beispiel um die Erschließung eines Textes, um Transkriptionsarbeiten oder Transliteration, was auch immer eben anfällt, in einem Projekt kümmern. Ich kann ein weiteres Projekt starten, um mich zum Beispiel einer Referenzierung von Personen oder anderen Entitäten zu widmen, um die eben noch strukturierter durchzuführen. Vielleicht auch Bibliografien kann ich in einem anderen Projekt organisieren, sofern das eben
für das Projekt hilfreich ist. Es gibt keine Beschränkung, wie viele Projekte man anlegen kann. Faktisch gibt es auch keine Beschränkung, welche Menge an Daten man einspielen kann. Ich hoffe, ich lehne mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. Unser Rechenzentrum hat mal gesagt, dass alles unter 500 Gigabyte überhaupt keinen Sinn macht, einen Kostenvoranschlag zu erstellen und irgendwelche Werte auszurechnen. Aber für typische Editionsprojekte mit Texten und zugehörigen Bilddaten ist das überhaupt kein Problem. Ja. Wenn ein Projekt angelegt wird, dann erhält es außerdem noch, das ist jetzt wirklich nur weiterführende Information, eine eindeutige ID, um das Projekt zu identifizieren. Ich zeige das einfach direkt an einem Beispiel und schalte dazu mein Screensharing wieder ein. Genau. Okay, Moment. Der Einstiegspunkt sollte dieser Navigatorbereich, der hier auf der linken Seite zu sehen ist, leer sein, wie das typischerweise beim ersten Login der Fall ist. Ist das über das Menü hier oben, die Symbolleiste, ein neues Projekt zu erstellen. Was ich hier mit der Maus auswähle, wenn ich das richtig sehe, ist im Screencast leider nicht zu sehen an der Stelle. Ich versuche das einmal erneut. Und diesmal auf den vollständigen Bildschirm. Und dann wird mein Mauscursor auch mit übertragen. So. Über das Menü hier oben mit dem Plus kann ich neues Projekt auswählen und damit im Prinzip ein neues Projekt eben starten. Die gleiche Option gibt es auch über das Menü Datei, neues Projekt. Ein neues Projekt braucht in jedem Fall einen Namen und eine kurze Projektbeschreibung. Ich möchte einmal auf ein Dokument zurückgreifen, was wir nämlich nun heute im Rahmen dieses Webinars auch publizieren möchten und würde schon die Projektbezeichnung entsprechend auswählen. Das ist aus dem spanischen Sprachraum Clásicos Hispánicos. Wahrscheinlich spreche ich das furchtbar schlecht aus. Macht aber nichts. Und an der Stelle kann man tatsächlich auch beliebige Unicode-Zeichen mit einsetzen. Jetzt fehlt mir hier mit Sicherheit an irgendeiner Stelle ein Akzent. Ich würde es an der Stelle einfach mal so belassen und gebe eine kurze Projektbeschreibung mit an. Wenn ich nun auf Create klicke, wird direkt, sofern dieses Häkchen hier eben ausgewählt ist, die Benutzerverwaltung geöffnet. Und wir sehen, ich selbst stehe erstmal mit den meisten Rechten hier eben drin als Project Manager. Und das sind die Benutzerrechte, die man eben so fein granular nun eben auch vergeben kann. Ich habe die Berechtigung, Objekte zu löschen in dem Projekt und ich darf Objekte auch editieren. Ja, das heißt, ich habe einen Schreibzugriff. Dem gegenüberstehend ist die Rolle des Observers. Ich könnte sie mir hier auch zusätzlich freischalten. Allerdings wird die natürlich, weil sie einfach mit den wenigsten Rechten ist und viel weniger Rechte beinhaltet als die anderen, obsolet werden. Ich kann mir allerdings Kolleginnen und Kollegen einladen und denen nur Leserechte auf innerhalb meines Projektes geben.
Im unteren Bereich findet sich diese Option nach Benutzern zu suchen. Zusätzlich kann ich meine sogenannten Kontakte anzeigen, also Personen, mit denen ich schon in anderen Projekten hier zusammenstehe, könnte ich mir auflisten lassen. Und ich suche nach einer Kollegin, die ich hier nun mit zu meinem Projekt einladen möchte. Sehe direkt, dass sie offensichtlich mit zwei Accounts Zugriff hat, und das ist auch völlig legitim. Und schalte ihr jetzt die Rechte frei, Dokumente zu editieren, aber auch Dokumente zu löschen, und behalte mir die Rolle des Project Managers vor. Diese Project Manager Rolle ist die einzige, die Dokumente publizieren darf. Alle anderen, vom Observer abgesehen, können Dokumente importieren oder neue leere Dokumente erstellen und befüllen. Und wie eben schon gesagt, die Observer-Rolle ist eine Leseberechtigung ausschließlich. Damit diese Änderungen auch übernommen werden, klicke ich einmal hier unten auf Änderungen übernehmen. Aus den eben noch rot dargestellten Kästchen ist jetzt ein weißer Hintergrund geworden, und damit ist das in der Form übernommen. Ich mag nochmal nach einem Kollegen suchen, den ich jetzt hier gar nicht finden kann. José Calvotello würde ich gerne noch hinzufügen, aber da ich ihn nicht finden kann, gehe ich davon aus, dass... ich habe wahrscheinlich nur falsch geschrieben und kann jetzt auch noch meinen Kollegen José hier mit hinzufügen. José hat freundlicherweise diese Dokumente bereitgestellt, die ich hier nun gleich importieren möchte und die wir dann eben heute auch publizieren möchten. So, und daher, dass er die Daten bereitgestellt hat, gebe ich ihm auch hier die vollen Rechte, darauf zuzugreifen und gegebenenfalls selbst publizieren zu können. Ja, auf diese Weise kann ich eine beliebige Anzahl weiterer Kolleginnen und Kollegen hier hinzufügen, kann diese Rechte auch immer wieder vergeben. Das wird jedes Mal geprüft, wenn jemand auf ein Dokument zugreifen möchte, ob diese Rechte denn, ob die Rechte ausreichend sind. Genauso wird beim Schreiben jedes Mal, beim Speichern eines Dokumentes geprüft, ob diese Rechte gegeben sind. Und falls eben nicht, dann gegebenenfalls auch eine Fehlermeldung ausgegeben. Was wir hier nun sehen, ist einmal die Übersicht unserer Projekte, und wir können typischerweise hier auf das Plus-Symbol klicken, um dann den Inhalt der einzelnen Projekte zu sehen. Eine Sonderrolle nimmt dabei eben das TextGrid Repository ein, was hier nun auch aufgelistet wird. Hier drin sind eben alle veröffentlichten Dokumente erstmal gelistet oder zugreifbar. Ich kann mir diese Dokumente, wenn ich möchte, in mein eigenes Projekt auch überführen und kopieren. Ich nehme jetzt nochmal hier die Biografie heraus. Per Drag and Drop funktioniert das in diesem Bereich, der mit Navigator überschrieben ist. Ich werde dann noch einmal danach gefragt, ob das so alles auch richtig ist, und bekomme schließlich eine Statusmeldung, okay. Und habe damit auch ein Dokument in meinem Projekt gespeichert. Ab dem Moment ist jetzt die Benutzerverwaltung hier für mich nicht mehr relevant. Die Dokumente, die eben im Repository liegen und publiziert sind, sind natürlich schreibgeschützt. Das heißt gleichzeitig aber auch, dass bedeutet es nicht, dass man sie jetzt nicht weiterführend bearbeiten kann. Es gibt für publizierte Dokumente die Möglichkeit, neue Revisionen anzulegen und so eben später auch eine neuere Version zu veröffentlichen.
Und es gibt die Möglichkeit, sie, wie hier im Beispiel gesehen, in ein Projekt zu kopieren. Im Hintergrund wird sogar diese Relation aufrechterhalten und gespeichert und es wird das System registriert. Hierbei handelt es sich um eine Kopie des Originaldokumentes. Okay. Ich lasse mein Screensharing jetzt bestehen, um zu dem nächsten Punkt überzugehen, nämlich der Import bestehender Dokumente. Das ist das, was wir heute in der ja doch relativ kurzen Zeit nämlich gut schaffen können. Loslegen kann man alternativ eben auch, indem man direkt neue XML-Dokumente über das Menü hier anlegt. Man kann eigene Schematas, XSLTs und dergleichen hier eben auch starten. Ich mache einmal meine Änderung von eben wieder rückgängig. Ich habe ja die Zugriffsrechte in diesem Projekt, kann also das Objekt löschen und bestätige hier nochmal mit Löschen und mein neues Projekt ist nun mal wieder leer. Wir möchten nun aber zwei Dokumente, die wir schon haben, an denen wir schon im Vorfeld vielleicht gearbeitet haben, in das System importieren. Dafür gibt es die Funktion unter Datei, lokale Dateien importieren. Wähle ich das aus, wird in meinem TextGridLab hier ein Importfenster angezeigt. Hier habe ich auch nochmals die Auswahl zwischen meinen verschiedenen Projekten, in denen ich Schreibrechte habe, zu wählen, in welches Projekt ein Dokument importiert werden kann. Das ist hier an der Stelle sehr schön, weil hier wirklich nur gelistet werden die Projekte, in denen ich Schreibzugriff habe. In denen, wo ich nur Observer bin, kann ich ohnehin nichts speichern, da kann ich auch keine Dokumente importieren. Mittels Klick auf Hinzufügen kann ich die Dokumente auf meinem Rechner auswählen. Die habe ich in der Own Cloud liegen. Moment, ich habe extra hier die Own Cloud und ich wähle eben aus dem Projekt hier diese beiden Texte aus. Das heißt, hier ist Mehrfachauswahl möglich. Ich kann auch komplette Ordner hier auswählen und einstellen. Das funktioniert auf den meisten Systemen sogar mittels Drag and Drop aus dem normalen Dateibrowser heraus, wenn ich die Dokumente einfach nur hier rein hier in dieses Fenster, werden sie dann hier aufgelistet. An der Stelle möchte ich auf einige wichtige Funktionen aufmerksam machen oder Besonderheiten. Denn wenn wir ein Dokument in TextGrid importieren, dann ist es referenzierbar über einen internen Identifier. Was auf unserer Festplatte vielleicht der Dateiname war, und das sieht man hier eben rechts im dem Feld Metadaten-Editor, wird zum Titel des Dokumentes. Gleichzeitig wird eine Formatprüfung vorgenommen. Na, hier wurde eben festgestellt, dass es sich um XML-Dokumente handelt. Und weitergehend sogar wird hier vom TextGridLab erkannt, dass es sich um eine bestehende TEI-Datei handelt. An der Stelle habe ich hier immer wieder Möglichkeiten, das, was automatisch ausgewählt wurde, zu ändern. Das heißt, das ist keine tabellarische Übersicht zu den Dingen, die man vielleicht hier tun möchte, sondern das sind tatsächlich hier Menüs, in denen ich etwas auswählen kann, beziehungsweise wo ich auch die Metadaten dann schon mit bearbeiten kann. Ja, was ich nicht verändern kann, ist das, die Spalte lokale Datei und TextGrid URI.
Mir ist es wichtig, auf diesen Punkt Umschreiben aufmerksam zu machen. Was hier eigentlich nur so ein kleines Feld in der Tabelle ist, ist eine eigentlich sehr wichtige Funktion, denn damit ist es mir möglich, die XML-Dokumente, TI-Dokumente, die zusammen mit Bildern importiert werden, so zu verändern, dass die Referenzierung des Bildes, die in der Datei steht, vielleicht für all jene, die mit TI schon mal gearbeitet haben, in einem Page-Beginning-Element PB und im zugehörigen Attribut Fax für Faksimile. Dort steht, wenn ich lokal auf meinem Rechner gearbeitet habe, höchstwahrscheinlich ein Dateiname oder ein Pfad zu dem jeweiligen Bild. Dieser Dateiname und dieser Pfad funktioniert in TextGrid nicht mehr, denn in TextGrid identifizieren wir die Dateien über diese sogenannte TextGrid-URI. Das hat auch einige Vorteile, denn damit können wir die Datenverwaltung sehr gut realisieren, damit können wir diese Referenzierung sehr gut realisieren und wie gesagt, der Dateiname wird zum Metadatum Titel. Das kann ich alles hier auch verändern. Aber so kann ich natürlich den Titel beliebig ändern, kann meine Datei aber immer noch über diesen Identifier wiederfinden. Und das würde dann eben hier passieren, wenn ich jetzt ein TI-Dokument hochlade und da sind Faksimiles verknüpft oder andere Daten verknüpft, die in Dateien liegen und über ihren Dateinamen und Pfad adressiert werden. Das würde dann alles in dem Moment kaputt gehen, wo ich hier auf Import klicke. Und da gibt es hier eigentlich diese sehr sinnvolle Funktion, dass man dort, wo solche Referenzierungen zu Dateinamen steht und die Dateien, die dort genannt sind, mit in diesem gleichen Importprozess in das TextGrid-System überspielt werden, dann wird diese Referenzierung im TI-Dokument direkt überschrieben und die TextGrid-URI an die Stelle gesetzt. Somit bleiben diese Referenzierungen erhalten und alles kann in TextGrid übernommen werden. Ich kann an der Stelle natürlich auch sagen, okay, dieses Rewriting, ich weiß nicht genau, was der macht, das möchte ich jetzt nicht haben. Ja. An der Stelle, da ist es tatsächlich sogar so, wir haben jetzt keine weiteren Referenzierungen, wir haben keine Bilder, die wir mit hochspielen. Das heißt, das Umschreiben macht an der Stelle keinen Sinn. Standardmäßig wird es immer ausgewählt, weil hier jetzt für diese Auswahl noch nicht geprüft wurde, ob es wirklich Referenzierungen gibt, die mit hochgeladen werden. Ja. Ich übernehme das jetzt so in der Form, auch wenn ich mit dem Titel vielleicht noch nicht ganz zufrieden bin. Das können wir einfach gleich noch abändern. Und das ist auch ein wichtiger Hinweis an der Stelle. Also von den automatisch generierten Metadaten, die jetzt wirklich nur zur Datei gehören und die für den technischen Betrieb notwendig sind, sind die Metadaten, die eingegeben werden, zu jeder Zeit bearbeitbar. Ja, selbst wenn ein Dokument dann eben publiziert wurde und ich möchte noch eine Änderung vornehmen, kann ich eine neue Revision des Dokumentes anlegen, kann Metadaten ändern und kann dann auch eine neue Publikation vornehmen. Okay, der Importprozess ist schon erfolgreich durchlaufen worden. Jetzt gibt es noch zwei Dinge, die für mich vielleicht wichtig sein könnten. Ich kann eine Datei, die erstellt wurde und jetzt meinen Dateinamen von meiner Festplatte kennt und die zugehörige TextGrid URI, den Identifier kennt, kann ich speichern, entweder als lokale Datei oder direkt in TextGrid könnte ich dieses Dokument ablegen. An der Stelle möchte ich das einmal tun. Das ist jetzt mein Importbericht Nummer 1. Und so kann ich
gegebenenfalls später einfach nachschlagen, unter welchem TextGrid Identifier nun meine Datei innerhalb TextGrids abrufbar ist. Okay, den Import haben wir erfolgreich durchlaufen. Diesen Import-Dialog kann ich wieder schließen. Für meine Zwecke ist immer die Leiste hier oben, die von mir besuchten Funktionen und Fenster nennt, immer ganz praktisch mit einem Rechtsklick hier drauf schließen, ist das Importfenster geschlossen. Was ich nun hier sehe, ist, dass ich die beiden Dokumente, die ich eben ausgewählt habe, hier aufgelistet bekomme und zusätzlich meinen Importbericht. Außerdem habe ich jetzt noch zwei weitere Dokumente hier mit drin. Die hat offensichtlich mein Kollege oder meine Kollegin gerade noch in der Zeit mit online gestellt, als ich hier noch die Details zum Importprozess berichtet habe. Wenn ich das jetzt wissen möchte, das kann ich einen Rechtsklick auf das Dokument hier machen, kann technische Metadaten anzeigen lassen und kriege hier unter Data Contributor nämlich verraten, wer das gemacht hat. In dem Fall meine Kollegin Nanette. Sehr gut. So. Ich hatte ja gesagt, dass ich mit dem Titel jetzt an der Stelle nicht zufrieden bin. Ich möchte vielleicht als allererstes mir das Dokument hier einmal ansehen. Mit einem Doppelklick öffne ich das Dokument. Typisch, wie man eben auch in einem Dateibrowser ein Dokument öffnet. Und was ich hier angezeigt bekomme, was sich hier öffnet, ist der XML-Editor, der mit dem TextGrid Lab kommt. Derzeit hier in diesem Entwurfsmodus wahrscheinlich eher geläufiger ist diese Darstellungsform mit den Spitzenklammern, eben das XML-Dokument. Zudem gibt es noch die Möglichkeit, hier einen What You See is What You Mean-Editor zu nutzen. Das heißt, hier habe ich einen Editor, der mir im Wesentlichen den vollen Text anzeigt und wo ich auch kleinere Bearbeitungen durchführen kann, wo ich aber keine spitzen Klammern sehe und wo hier auch die Möglichkeiten sind, bestimmte Dinge noch hervorzuheben. Das muss jetzt hier nicht so ockergelb im Hintergrund sein. Das kann man projektspezifisch leicht anpassen. Es gibt außerdem den Vorschau-Modus und hier muss ich einen kleinen Moment warten. Jetzt werden die TEI XSLT Style Sheets angewendet und ich bekomme eben hier nun eine Darstellung, wie der Text nun in einer HTML-Repräsentation aussehen würde. Inklusive hier eines kleinen Inhaltsverzeichnisses. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Bestandteil des Dokumentes ist oder ob es automatisch gar jetzt mal von den Style Sheets erstellt wurde. Genau, aber das ist jetzt so die Vorschauansicht, wie würde eine Publikation dieses Dokumentes nun aussehen. Es ist allerdings, wie immer bei den TEI Style Sheets, dazu zu sagen, dass die sehr generisch sind, dass die sehr, dass die keinen Anspruch darauf erheben, in irgendeiner Form die einzig richtige Darstellung nun zu erstellen. Ja. Vielfach ist das in den Projekten so und tatsächlich in allen, in denen wir hier bei der SOB arbeiten, dass wir diese Style Sheets mindestens hochgradig anpassen oder gar neue eigene schreiben. Okay. An der Stelle jetzt einmal noch zurück zu den zur Präsentation Import bestehender Dokumente und an der Stelle der Hinweis darauf, dass ich diesen Import nicht nur und ausschließlich so über das TextGrid Laboratory ausführen kann, wie es eben gezeigt wurde,
sondern mir noch weitere Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Dazu gehört das Import-Tool Kolibri. Das ist eine Java-Software und die ist immer dann zu nutzen, wenn man eine große Masse an Dokumenten importieren möchte. Mit Kolibri kann ich nämlich viele Dinge anpassen. Ich kann zum Beispiel Metadaten, die jetzt gar nicht automatisch gesetzt werden konnten, mit diesem Werkzeug automatisiert erfassen. Das heißt, zum Beispiel möchte ich den Titel, dieses Titelmetadatum aus dem TI-Dokument nehmen und dort eventuell aus dem TI-Header das Title Statement vielleicht benutzen. Dann kann ich das mit Kolibri so realisieren. Das geht mit dem typischen Lab-Import eben nicht. Zu Kolibri ist in der Präsentation verknüpft die Dokumentation und ich hoffe, dass das auch ein anklickbarer Link sein wird. Ansonsten ist das Wiki, wo auch das TypeScript-Nutzerhandbuch zu finden ist, die richtige Stelle, um auch danach zu suchen. Genau, ich weiß einfach nicht auch im Detail, wie die Präsentation, die ich hier hochgeladen habe, in dieser Software verarbeitet wird. Okay. Eine weitere Möglichkeit, Dokumente in das TypeScript Lab einzuspielen oder auch zu publizieren im TypeScript Lab, ist via sogenannter REST-Schnittstellen. Das ist für Entwicklerinnen und Entwickler besonders interessant, denn das sind typischerweise eben Programmierschnittstellen, mit denen man mit oder gegen die Infrastruktur und die Schnittstellen eben sehr gut arbeiten und programmieren kann. Ja, also das heißt, auch jenseits dieses Kolibri-Werkzeuges gibt es die Möglichkeit, einen Prozess über diese REST-Schnittstelle zu nutzen. Ich habe versucht, für alle Punkte, die ich jetzt hier einzeln anspreche, auch die jeweiligen Nutzerhandbuchseiten zu verknüpfen. Das findet sich ja nochmal auf der Slide. Das heißt, wer das nochmal detailliert nachlesen möchte, kann einfach unter der Adresse im Nutzerhandbuch nachsehen. An der Stelle nochmal der Hinweis, dass es auf Deutsch und auf Englisch verfügbar. Ich kann nicht genau sagen, ob der Browser-Einstellungen oder Betriebssystemeinstellungen dann nun funktionieren oder ob ich hier direkt eine englische Seite verknüpft habe, das weiß ich an der Stelle leider nicht ganz genau, aber falls man das dann lieber in einer anderen Sprache lesen möchte, findet man das eben im Wiki. Okay, jetzt... Kurz was zwischenfragen? Ja, na klar. Ja. Kann man solche TypeScript-Projekte eigentlich auch irgendwie via Schnittstelle in Oxygen angucken? Für Oxygen selbst gibt es das nicht. Wir hatten mal in einem kleineren Programmiersprint den Atom und VS Code Editor uns angeschaut und hatten da zumindest einen klitzekleinen Prototypen für. Aber für Oxygen haben wir da leider keine Schnittstelle, die wir bereitstellen können. Stattdessen ist für Oxygen-Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit integriert, das Oxygen direkt im TypeScript Lab zu starten. Ich kann das, wenn gewünscht, im Anschluss auch einmal zeigen, denn das TypeScript Lab ist modular aufgebaut und es gibt einige Funktionen, die man noch nachinstallieren kann. Und dazu gehört unter anderem der Oxygen XML Editor. Und genau, damit holt man sich tatsächlich alle Funktionen dieses Editors in das eigene TypeScript Lab. Der ist nicht standardmäßig dort installiert, weil es ganz einfach eine kommerzielle Software ist und wir das jetzt nicht so stark unterstützen wollen. Wer ohnehin eine Oxygen-Lizenz hat oder einen Grund besteht, den zu benutzen, kann den ja einfach im TypeScript Lab installieren. Wer ihn ohnehin schon installiert hat auf dem Rechner,
braucht im TextGrid Lab dann nicht mal eine Lizenz, einen Lizenzschlüssel anzugeben. Der kann dann einfach von der bestehenden Installation nachgenutzt werden. Ja. Genau, aber die Schnittstellen, und weil die Frage jetzt auch direkt nach Projektschnittstellen war, es gibt einige Schnittstellen, die sind tatsächlich nicht im REST-Format, sondern in dem älteren SOAP-Format anzusteuern. Und was die Interaktion mit ganzen Projekten betrifft, wäre das die Möglichkeit, auch mit anderen Diensten oder mit eigener Software mit TextGrid zu arbeiten. Okay. Der nächste Abschnitt betrifft die Dokumente, Objekte und Aggregationen. Denn was wir jetzt gesehen haben, ist, dass wir eigene Dokumente schnell in das TextGrid Lab importieren können. Wir loggen uns ein, wir erstellen ein Projekt, wir wählen lokale Dokumente aus und klicken im Prinzip diesen Import-Button. Wenn ich das mit einzelnen Dateien mache, mache ich mein Projekt auf und es werden mir eben nur einzelne Dateien gelistet. Wenn ich das mit ganzen Ordnern mache, dann wird auch diese Ordnerstruktur übernommen, aber an der Stelle ist es wichtig, darauf aufmerksam zu machen, was Dateien und Ordner in TextGrid eigentlich sind. Ja, denn sowohl Ordner als auch Dateien werden in TextGrid zu sogenannten Objekten. Und wir unterscheiden grundsätzlich erst einmal zwei verschiedene Typen dieser Objekte, nämlich die Items und Aggregationen. Also mehr oder weniger kann man das mit Dateien und Ordnern übersetzen, aber es ist doch ein klein wenig anderes Konstrukt. Denn zusätzlich zu den Daten selbst, also dem TEI-Dokument, das wir eben hochgeladen haben, zum Beispiel, gibt es Metadaten, und Metadaten gibt es eben zu den Objekten genauso wie zu den Ordnern zugehörig, zu den Aggregationen. Ja, ich versuche jetzt im Folgenden immer Items und Aggregationen zu sagen oder allgemein von Objekten zu sprechen. Genau, die Metadaten werden teilweise automatisch erstellt, werden teilweise manuell erfasst und innerhalb der TextGrid-Umgebung gespeichert. Die Organisation der Dokumente und der Items und Aggregationen wird mit einer ADF-Datenstruktur realisiert. Also das heißt, wir können recht flexibel eben Ordner und Unterordnerstrukturen und Dateien und da reinpacken und das alles auslesen. Dazu gibt es einen lesenswerten Artikel unter dem Titel Metadata, Metadaten, Linked Open Data und der Mehrwert standardisierter und vernetzter Daten, der genau diese Datenstruktur auch nochmal etwas genauer beschreibt. Wir haben das eben schon gesehen, der Dateiname, hier ein Beispiel myTI-File.xml, wird im Prinzip aufgelöst, der Dateiname selbst wird zum Metadatum Titel und stattdessen erhalten wir eine TextGrid URI. Die sieht etwa so aus wie hier dargestellt. Sie beinhaltet einen Präfix, nämlich TextGrid Doppelpunkt, Doppelpunkt ist das dritte. Die Datei trägt diesen Präfix, TextGrid Doppelpunkt. Anschließend kommt eine Nummer, kann auch aus Buchstaben bestehen, ist ein System, was einfach irgendwann mal bei 1 begann und weiter hochzählt, aber zusätzlich zu Numeralen eben auch
die lateinischen Buchstaben umfasst. Und zum Abschluss noch eine sogenannte Revisionsnummer. Die steht bei neuen Dokumenten immer bei Punkt 0. Ja, es ist also keine Revision eigentlich vorhanden. Und würde ich jetzt ein Dokument bearbeiten und möchte frühere Versionen zum Beispiel behalten oder habe vielleicht einen bestimmten Meilenstein auch erreicht, dann habe ich die Option, als eine neue Revision abzuspeichern. Es sind dann alle früheren Versionen eben noch abrufbar und für das neue Dokument wird hier eben einfach hochgezählt. Punkt 1, Punkt 300.000 oder so. Es gilt für alle TextGrid-Objekte, dass sie referenzierbar sind über so eine URI und zu diesen Objekten gehören eben auch die Ordner und es gehört, es ist auch eine Eigenschaft aller Objekte, dass sie revisionierbar sind. Ordner, und das ist jetzt etwas spezieller, werden zu sogenannten Aggregationen und diese Aggregationen gibt es nun auch wieder in verschiedenen Typen. Und diese Typen oder den wichtigsten davon mag ich gleich im Anschluss auch noch vorstellen. Denn was ist ein Ordner letztlich in der Datenstruktur? Es ist eine Liste von weiteren Objekten, die irgendwie dem untergeordnet sind oder die sich darin befinden. Ja, und das kann man genauso behandeln wie eine XML-Datei. Ich habe nun mal meine, ich sage mal, Primärdaten. Das ist in der XML-Datei nun mal der Text und die Auszeichnungen drumherum, das TI eben. Und ich habe zugehörige Metadaten, die dieses Objekt weiter beschreiben. Ja, und für Ordner gilt das genauso. Ich habe eben eine Liste von Dokumenten und ich kann diese Liste wiederum mit weiteren Metadaten beschreiben. Das Ganze hat den Hintergrund namens Functional Requirements for Bibliographic Records. Und das ist die abstrakte Idee, dass es etwas wie ein Werk eigentlich nur einmalig gibt, denn ein Werk ist die Idee und Intention, die eine Autorin und ein Autor damit verfolgen, die durch eine bestimmte Instanz transportiert werden soll. Diese Instanz ist dann eben die Edition und das kann zum Beispiel die Erstausgabe sein. Ja, das heißt, ein Autor, eine Autorin hat eine Idee, die wird aufgeschrieben in Form eines Werkes und vielleicht auch erst in Form diverser Manuskripte, bis es dann zu einer Ausgabe, sagen wir einer Erstausgabe vielleicht kommt. Das ist dann lediglich nur eine Manifestation dieser Idee. Und diese Erstausgabe wiederum gibt es dann eben auch in verschiedenen Instanzen, nämlich vielleicht gibt es sie als die digitale Edition, die man jetzt mit TextGrid erstellen möchte. Es gibt sie aber auch physisch irgendwo liegend. Vielleicht ist das jetzt auch schon die eine speziellere Edition, vielleicht dann schon vielleicht auch Teil einer historisch-kritischen Edition. Das ist dann das Item. Das ist ein sehr abstraktes Modell, aber lässt sich eben sehr, sehr gut anwenden auf genau diese Fälle, wo wir bibliografische Einträge haben und wo wir unterschiedliche Instanzen eines Werkes oder auch einer Edition miteinander verknüpfen möchten. So, was bedeutet das für uns konkret? Das heißt, wir haben auf der untersten Ebene sozusagen diese Primärdaten, die Dateien. Diese Dateien beinhalten dann eben ja unser TI-Dokument und zusätzlich noch hier rechts dargestellt
ein paar bestimmte Metadaten. Metadaten werden teilweise, das hatte ich schon gesagt, automatisch generiert. Sie sind aber auch teilweise durch uns einzugeben, durch Bearbeiter. Dazu gehört zum Beispiel der Titel. Dazu gehören auch weitere Identifier. Das kann ich gleich einmal in dem Beispiel sehr gut zeigen. Dazu gehört auch ein Rights Holder anzugeben. Das ist relativ wichtig, dass wir hier eben lizenzrechtlich auch abgesichert sind oder einfach Rechteinhaber gebührend nennen können. Das gilt jetzt nur für die Datei oder für die unterste Ebene, die wir hier ansteuern können. Darüber stehend in der Hierarchie, würde ich sagen, steht die Edition. Eine Edition ist jetzt in TextGrid am ehesten eben so etwas wie ein Ordner, eine Aggregation, ein bestimmter Typ einer Aggregation. Ich zeige das gleich noch am Beispiel, das macht es wahrscheinlich etwas klarer. Eine Edition bekommt eben einfach einen anderen, andere Metadaten und ein ganz anderes Metadatenformular als eine andere Edition oder als ein anderes Aggregationsobjekt. Hier ist insbesondere zu nennen dieser Punkt isEditionOf. Das ist nämlich diese Verknüpfung eben zu einem Werk. Ja, und hier können wir eben auch andere Dinge mit angeben, wie eben eine spezielle Lizenz oder die Sprachangabe und weitere bibliografische Informationen. Während sich in dem blauen Bereich diesen generischen Metadaten nicht viel geändert hat, nur bei der Edition eben das Format, der MIME-Type, der sogenannte MIME-Type festgesetzt wird. Im Vergleich zum Item ist das ansonsten hier alles gleich, ist dieser Bereich der spezifischen Metadaten für diese Aggregation hier verschieden. Und in gleicher Weise gibt es noch die Ordnertypen namens Aggregation und Kollektion. Auf die beiden möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Bei Kollektion sei vielleicht nur dazu gesagt, okay, das ist halt eine bestimmte Sammlung und was macht so eine Sammlung nun mal aus? Die hat typischerweise eben eine Kuratorin, einen Kurator, einen sogenannten Collector in unserem Metadatenschema. Was ich noch mit ansprechen möchte, ist eben diese abstrakte Idee des Werkes. Und ja, hier sehen wir eben auch wieder, dass dieser blaue Bereich fast gleich ist, nur das Format festgeschrieben wird und das Set an Metadaten ein anderes ist, was wir eben einem Werk zuordnen können. Zusammengefasst sieht das dann insgesamt nämlich so aus, das ist die Übersicht aller TextGrid-spezifischen Metadaten und es ist an einigen Stellen ein Metadatum genannt, hier unten steht es relativ klein, Required on Publication. Das sind eben Metadaten, dazu gehört der Rights Holder. Das sind die wichtigsten Metadaten, die wir vielleicht während der Bearbeitungsphase einer Edition noch gar nicht brauchen, die aber vor der Publikation dann eingegeben sein müssen. Ja, das ist, so sehen eben Datenmodelle aus, wenn man sich die mal aufmalt. Das Schöne ist, für unser kleines Beispiel jetzt mit den zwei importierten Dokumenten benötigen wir an mindestens einer Stelle das nicht mal lag, weil es das schon gibt. Wir benötigen die Edition und wir benötigen das Item und das Item haben wir eben schon hochgeladen. Insofern haben wir gar nicht mehr ganz so viel zu tun, wie es hier vielleicht aussieht. Ich wechsle wieder zum Screensharing. Denn
An der Stelle müssen wir jetzt unsere Metadaten hier noch ein wenig ausdifferenzieren und wollen die noch ein bisschen besser strukturieren. Wir haben ja eingangs gesehen, dass an einer Stelle wir schon den Titel hätten eingeben können dieses Dokumentes. Ich mag es jetzt einmal in dem Moment hier zeigen. Es gibt diesen Metadaten-Editor. Wenn ich ein XML-Dokument geöffnet habe, dann habe ich typischerweise auch dieses Fensterchen hier drüben zur Verfügung. Ich kann mir Fenster im TextGridLab immer irgendwie so zurecht schieben, wie mir das eben beim Bearbeiten hilft. Und kann andere dafür auch oder ganze Bereiche minimieren, um mir Platz zu schaffen auf meiner Oberfläche. An der Stelle füge ich den Titel aus dem TEI-Dokument nun einmal hier ein. Wie gesagt, bei anderen Importroutinen kann ich das automatisiert machen lassen. Dann kann ich sagen, Titel mit Name Type Full soll er immer an diese Stelle setzen. Und ich nehme den Bereich, der hier vorne steht, noch nicht ganz weg. Ich schneide das mal aus, denn hier stand ja etwas mit einer eine Nummer vorn dran, eine CH, mit CH beginnende Nummer. Es gibt ja in unserem Metadatenschema noch das Feld Identifier, das es mir ermöglicht, noch weitere Identifier hinzuzufügen. Die müssen zwar immer vom Typ ISBN, ISSN oder URL sein, für Dokumente, die veröffentlicht sind. Wir sehen aber gleich, dass wir bei einer Edition noch die Möglichkeit haben, auch weitere Identifier unterzubringen. Ich habe hier im TEI-Dokument zum Beispiel den Hinweis zu einer ISBN für ein EPUB-Format stehen. Das mag ich gerne mit übernehmen und setze es hier ein und habe hier auch eine ISBN zu einer MOBI-Version. Also das sind für E-Reader gedachte Dokumente. Die kann ich an der Stelle unterbringen. Genauso lassen sich auch weitere Title Statements mit einfügen. Das habe ich jetzt eben hier bin ich eben schon übergangen. Da könnte ich jetzt auch noch diesen Kurztitel mitnehmen und könnte den speichern. Was hier eben auffällt, ist, dass ich hier kein Feld habe, wie zum Beispiel Autorin. Ja, ich habe hier ansonsten eben noch den schon angesprochenen Rights Holder. Den müssen wir auch setzen, ist in dem Fall hier als Publisher im TEI-Dokument genannt, Classicos Hispanicos. Ich kann ihn als Name hier reinschreiben. Sinnvoll ist es immer, wenn man das hat, auch tatsächlich noch eine URL mit anzugeben. Das ist jetzt hier nun gerade der Editor, aber hier steht die URL, die zugehörige mit drin. Ob das nun ein qualifizierter Identifier ist, mag mal dahingestellt sein, können wir für das Beispiel jetzt aber so belassen. Es gibt ansonsten immer noch das Feld Notes und typischerweise ist das eben einfach nicht vorgeschrieben, was hier drin steht. Da lassen sich jetzt auch noch beliebige weitere Angaben mit einfügen, die in irgendeiner Form wichtig erscheinen. Okay, ich klicke auf Save Metadata und habe dieses Objekt nun entsprechend erfasst. Kann meinen Metadaten-Editor vielleicht sogar schließen und mache nun weiter, das zugehörige Editionsobjekt anzulegen. Ich durchlaufe diese Fenster einmal ohne Änderungen weiter vorzunehmen, gebe noch einen T
Titel. Als Titel steht schon Edition standardmäßig hier drin. Klicke nur auf Fertigstellen, um das Objekt einmal zu bekommen. Für diese Ordner und Edition ist eben ein zu vergleichen mit einem Ordner, bekomme ich dann nochmal ein kleines Fenster gezeigt, wo ich nun Sachen hinzufügen kann. Sprich, ich nehme mir nun den Don Quixote-Text, den ich hier einfach per Drag and Drop zu dieser Edition zugehörig rüberziehe, klicke nochmal hier oben auf Speichern und in dem Moment öffnet sich der oder lädt sich dieser Navigator-Bereich erneut. Dann diese Punkte hier allesamt schließen. Ich habe eben sogar eine kleine Änderung hier vorgenommen. Hier waren Leerzeichen im Dokument und dann möchte ich jetzt einmal die Datei hier nochmal speichern. Was ich jetzt hier sehe in meinem Navigator-Bereich ist, dass ich diese Edition nun hier in diesem Baum mit angezeigt bekomme und hier eben mir das untergeordnete Objekt anschauen kann. Jetzt möchte ich noch die Edition mit den zugehörigen Metadaten versehen. Das heißt, ich wähle in dem, versuche mir das mal hier nach drüben zu legen, in dem Navigator wähle ich diese Edition aus und bekomme dann in dem Fenster Metadaten-Editor das Objekt angezeigt, kann mir jetzt wiederum aus dem TI-Dokument die entsprechenden Informationen heraussuchen und kann eben anfangen, dieses Editionsobjekt mit weiteren Metadaten zu versehen. Auch hier gibt es wieder die Identifier. Hier gibt es, und das ist relativ wichtig, eine Liste von Personen, die in irgendeiner Form beteiligt sind. Da kann ich aus dem Vokabular, was hier gezeigt wird, zum Beispiel die Rolle Editor heraussuchen und wenn ich hier rüberspringe, wird immer mein Metadaten-Editor auf das XML-Objekt gewechselt. Das kann ich aber gleich, das kann ich allerdings auch gleich ändern. Um den Editor hier einmal einzutragen. Wenn ein Editor zum Beispiel über eine VIAV-ID identifiziert wird, könnte man sogar die noch als Identifier zur jeweiligen Person mit hinterlegen. Jetzt muss ich mir nur einmal heraussuchen, wie ein VIAV Identifier in URL-Form aussehen muss. Das muss ich mir einmal anschauen. VIAV.org/VIAV ist das. VIAV und würde danach den Identifier setzen. So. Hätte in der Form jetzt eindeutig referenziert, dass hier eben der Editor am Werk war und kann genauso noch die Rolle des Autors hiermit ausfüllen und kann unter Author Cervantes angeben. Jetzt hätte ich hier ganz gern den äh,
GraphQL Disadvantage, wahrscheinlich bin ich schneller, wenn ich es tippe, anstatt hier rauszusuchen, aber gut. Unser Author, der genauso eine FIAF-ID schon hat. Und diese möchte ich natürlich auch eintragen. So kann man jetzt hier relativ viele Metadaten hinzufügen. Ich könnte jetzt noch Angaben zur Quelle machen, sofern das sich aus dem TI-Header ergibt. Was noch wichtig erscheint aus meiner Sicht, ist eben hier die Eingabe der Sprache des Textes. Ja, und da wir hier Spanisch haben, ich kriege hier so ein ganz kleines Icon mit einer leuchtenden Glühlampe, die sagt mir, ich soll ein Zeichen eingeben und dann werden vorhandene Übereinstimmungen angezeigt. Das heißt, ich kann sparen, schreiben und bekomme nun eben eine Liste mit gültigen Werten, die ich hier eintragen kann, angezeigt. Dann entscheide ich mich jetzt hier für Spanisch. Und sollte das nicht richtig sein, dann hoffe ich, dass mich José, der hier auch genannt wird in der Edition, entsprechend korrigiert. Matthias, wir haben noch eine Rückfrage von Archibald im Chat. Ja, okay. Das kann ich immer nun leider nicht sehen beim Screensharing, aber gerne, ja, ja. Es geht darum, ob man die Autor-ID auch per ORCID hinzufügen kann. Ja, ich würde sagen grundsätzlich ja, denn was ich hier als ID ja eingebe, ist eine URL und für ORCID lässt sich ja auch so eine URL-Form auswählen, ja. Also keine Frage, hier gibt es keine Beschränkungen in dem Fall. Beschränkungen gibt es auch nicht bei Lizenz und dergleichen. Das ist wahrscheinlich ein vergleichbarer Fall. Beschränkungen gibt es tatsächlich nur bei dieser Rolle, die ich auswählen kann. Da muss ich aus dieser Liste wählen oder diese Liste auf Other setzen. Genau, und ansonsten sind hier keine weiteren Beschränkungen vorhanden. Das heißt, das wäre an der Stelle schon gut aufgehoben, wenn man Author mit ORCID versieht, wenn es das denn gibt. Ja. Wichtig ist mir dann eben noch die Angabe zur Lizenz. Das möchte ich hier noch ausfüllen. Und eine Lizenz ist ja auch immer nur gültig, wenn man eine zugehörige URL mit verknüpft. Jetzt haben wir hier Creative Commons by und NC und wieder das Editionsobjekt auswählen, um die Lizenzangabe hier richtig einzutragen. Creative Commons und bei NC und 4.0 kann man so stehen lassen und damit ist auch diese Frage geklärt. Ja, ich klicke wieder auf Save Metadata und bin an der Stelle mit dem Objekt schon vorangekommen. Was mir jetzt noch fehlt, ist der einstige Identifier aus dem aus dem Projekt. Das hätte ich eigentlich ganz gern hier jetzt mitmodelliert, aber da zeigt sich auch, dass ich jetzt so schnell hier keine Repräsentationsform finde. Also das heißt, dieses CH0050 ist ja auch hier als XML-ID angegeben. Da hätte mich schon interessiert, ob ich das jetzt noch unter einer bestimmten URL mit dem Identifier vielleicht auffinden kann. Dann ließe sich das auch noch hier modellieren und ich könnte als Identifier-Typ an der Stelle, oh, ich hatte eben
ISBN und ISBN muss ich auswählen. Ich könnte an der Stelle URL auswählen und könnte noch diese vermutlich eher internen Identifier auch noch mit aufnehmen. Jetzt sieht sich hier an der Stelle sieht man sehr schön, dass hier die Language-Angabe im Dokument auch steht. IdentES, Espanol. Ich mag jetzt einmal hier hinter die Bühne gucken, was jetzt mit der Sprachangabe passiert ist, indem ich hier im Navigator einen Rechtsklick auf diesem Editionsobjekt ausführe und mir die technischen Metadaten anzeigen lasse. Da findet sich der Reiter Raw Metadata, wo hier so ein ganzes XML-Objekt drinsteht. Also hier ist noch alles, was irgendwie eben hinterm Vorhang passiert, wird hier abgelegt. Auch hier, was wir eben an Metadaten angegeben haben, die VIAF Identifier, Author und Editor. Und auch hier das Language Tag SPA. Wir haben eben Spanish ausgeschrieben und das wurde aber über das vorgegebene Vokabular dann hier schon verkürzt auf SPA in dieses Feld eingetragen. Das heißt, auch hier für Language gibt es eben diese Einschränkung, da wählt man entweder irgendwie Other oder gar nichts, es ist ja kein Pflichtfeld, oder man muss aus der Liste eben auswählen und dann wird eben entsprechend in so ein Kürzel übersetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine ISO 639, sieht so aus wie eine ISO 639-2, aber das ist jetzt nur eine Vermutung meinerseits, ist auf jeden Fall festgelegt, was wir hier für eine Sprachangabe haben. Das macht es wiederum dann auch leichter auffindbar, wenn man im TextGrid Repository nun suchen möchte nach einer bestimmten Sprache oder Texten an einer bestimmten Sprache. Dann weiß ich nämlich, was ich für ein Set an Werten überhaupt noch zur Verfügung stehen habe und kann mir dann eben das entsprechende aussuchen und filter dann eben nur noch nach SPA und muss nicht irgendwie ESP noch mit berücksichtigen, was vielleicht auch eine gültige Abkürzung für Spanisch sein könnte. Ja, das ist festgelegt, das ist standardisiert und freut Bibliothekare und Menschen wie mich, die mit sowas programmieren müssen, dann immer ungemein. Darauf ist Verlass. Okay, wir müssen gleich das nochmal für unser zweites Dokument hier machen, denn wir haben ja jetzt hier zwei Dokumente importiert und müssen jetzt eben entsprechend zwei Editionen anlegen. Ich gehe wieder hier oben auf dieses Plus-Symbol, möchte eine neue Edition erstellen in dem bestehenden Projekt. Übernehme einmal nur die Standardwerte, klicke auf Fertigstellen. Und Sie haben das vielleicht gesehen, ich musste eben zwischen dem Editionsobjekt, als ich das Feld ausgefüllt habe, und dem XML-Editor bin ich hin und her gewechselt und der Metadaten-Editor wechselte gleichzeitig mit. Das möchte ich an der Stelle einmal umgehen, das Problem. Das war für mich einfach eben ein klein wenig unkomfortabel. Ich kann nämlich durchaus hier auf dem TI-Objekt den Rechtsklick wieder ausführen und öffnen mit meinen Systemeditor wählen. Ups, ja. Okay, hier kommt noch ein wichtiger Hinweis. Ich kann das Dokument selbst momentan nicht bearbeiten, weil meine Kollegin gerade darin arbeitet. Das ist das sogenannte Locking und das verhindert, dass zwei Personen wirklich direkt gleichzeitig innerhalb eines Dokumentes arbeiten können. Denn damit kann es dann halt schnell passieren, dass man sich gegenseitig Dokumente überschreibt und wer eben zuletzt speichert, gewinnt das Spiel. Das soll natürlich nicht passieren, deswegen werde ich hier entsprechend informiert. Ich kann allerdings die Metadaten verändern. Das ist überhaupt kein Problem an der Stelle.
So, habe meinen mein Metadaten-Editor nun hier einmal geöffnet und bin noch im Dokument. Jetzt nehme ich auch hier wieder den Full-Title, denn das eben hatte ich mich auch dafür entschieden, den vollständigen Titel zu übernehmen. Und, ups, hier fehlt mir ein Buchstabe. So. Eine Tragödie, Tragikomödie. Als Rights Holder gebe ich wiederum diese URL zu dem ursprünglichen Projekt mit an und schreibe auch den Projektname an diese Stelle wieder, wie ich das eben zuvor auch getan habe. Ups. Ja, hier gibt es mit Hilfe von GND auch eine Suchfunktion. Hier wird gleich über die GND und PND gesucht. Das hilft mir an der Stelle nicht weiter. Genau, und soweit ich das sehe, wenn das Dokument, kann ich hier wiederum auch die die ISBNs angeben zu den beiden Versionen EPUB und MOBI-Format. Nur der Vollständigkeit halber, dass wir das jetzt auch hier homogen erschließen. Ja, und habe mein Objekt damit eigentlich schon ganz gut versorgt. An der Stelle nehme ich mir jetzt die Edition heraus. Könnte hier an der Stelle sogar auch nochmal die Identifier mit den weiteren Versionen hinterlegen. Habe ich jetzt schon beim Item, deswegen lasse ich das an der Stelle sein. Wir haben wieder die Autoren- und Editorenrolle, die wir hier vergeben können. Ich muss mir so Fernando. Rojas. Matthias? Ja. Wenn der Text anonym geschrieben würde, beziehungsweise veröffentlicht würde, Entschuldigung, kann man das auch eintragen? Ja, würde ich. Das ist jetzt an der Stelle die Frage. Also genau bei diesem Text und genau bei dieser Edition, es ist tatsächlich umstritten. Den wir hier erwähnen. Und wir haben das tatsächlich nur eingeschrieben bei den TI, um irgendeine Information dazu haben. Aber eigentlich war der Editor dagegen, dass wir diesen Namen speichern. Deswegen will ich das jetzt hier. Sehr gut. Danke für den Hinweis. Dann schlage ich doch mal vor, dass wir hier am besten gar nichts eintragen. Denn wir müssen das Feld nicht zwangsweise vergeben unter Agent. Mhm. Und wir sind uns aber einig, wer der Editor war. Und dann tragen wir wenigstens die Person mit ein. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem. Danke für den Hinweis. Dann kann ich nämlich unter Editor hier... ich muss es mir ein bisschen... zusammensuchen, so, und übernehme wieder den VIAF Identifier an der Stelle. Meine Kollegen von den, meine Metadaten-Experten-Kollegen sagen immer, VIAF seien keine persistenten Identifier. Das möchte ich an der Stelle nur auch einmal so weitergeben. VIAF aggregiert ja nur und ich müsste mir jetzt eigentlich einen Identifier einer Quelle heraussuchen.
Ich lasse es an der Stelle mal so stehen. Okay. Wieder die Sprachangabe. Aber also jetzt haben wir überhaupt keine Informationen über den Autor eingetragen und ich will irgendwie, also was machen wir für die Fälle, wo es tatsächlich, also wo wir tatsächlich speichern wollen, dass dieser Text ist anonym und nicht, ich habe einfach Informationen vergessen einzutragen. Ja. Sofern ich das jetzt hier richtig sehe, ist unser Vokabular, was wir an der Stelle einsetzen, nicht dazu bestimmt, Unsicherheiten zu modellieren. Tatsächlich müsste man jetzt beim Vokabular in die Definition gucken. Hier hätten wir Author in Quotations. Das könnte etwas sein, um diese Unsicherheit, Ausdruck zu verlangen. Ja. Mhm. Da bin ich mir allerdings jetzt nicht sicher, ob das die Definition aus dem Vokabular hergibt. Unsicherheiten zu modellieren ist immer ein größeres Problem. Das ist ja auch bei zeitlichen Beziehungen häufig der Fall. Dafür hätte ich jetzt auf Anhieb keine Lösung. Was wir machen können, also wenn es jetzt bewusst anonym veröffentlicht wurde, es gibt auf jeden Fall die Einträge auch bestehen schon im TextFlow Repository unter dem Punkt anonym. Mhm. Ja, also ich kann mir jetzt hier vielleicht eine Idee holen, was mit weiteren anonymen Texten hier passiert ist. Allerdings weiß ich, dass die Texte, die hier nun drinstehen, zum Großteil aus einem Massenimport stammen. Und das heißt, hier gehe ich jetzt nicht davon aus, ja, doch, hier wurde unter Autor anonym direkt eingetragen sogar. Ja, weil das ist ein Massenimport eben. Das ist die Importroutine, übernimmt den Autorenname hierhin und Okay. Das kannst du nun entscheiden. Also wir können dieses anonym dahin schreiben. Wir können es auch leer lassen. Ja, okay. Also wir können das in diesem Fall, da wir sowieso in dem TI doch den Namen von diesem Autor in Fragezeichen da eingeschrieben haben, können wir das. Mhm. Ja, das ist für diesen Fall nicht sehr relevant. Aber ich wollte das trotzdem fragen. Okay. Ja, danke. Ja. Nee, ist gut. Ist eine gute Frage. Also ich könnte jetzt auch beides aufnehmen, dieses Author in Quotations und Author. Ihr habt das in den Fragezeichen, das heißt, ich übernehme die direkt auch mit rein. Dann sind wir da auf der sicheren Seite und haben diese Fragezeichen ja, zumindest. Genau, das war der Kompromiss, den wir mit dem Editor Ja, das kann ich verstehen. Das ist schwierig. Also ich nehme es an der Stelle, weil wir hier Author in Quotation haben, somit auf. Und ich würde, der hat ja jetzt auch einen VHF-Identifier. Oh je, okay, also ja. Das ist natürlich jetzt schwierig, also einen Identifier zu vergeben, wenn das hier fraglich ist. Ach, herrje. Aber... ist aber nicht schlimm. Also ich würde an der Stelle dazu würde sagen, ja, dann übernehmen wir das mit den Fragezeichen ins Author-Feld. Ohne Fragezeichen Author in Quotations. Mhm. Und dann packe ich auch den FIAF-ID hier mit rein. Ja, das ist jetzt einfach typische Erschließungsarbeit für so ein Dokument. Wir sind damit jetzt hier hoffentlich auch gleich fertig. Which haben wir drin? License und Copyright-Angabe, die übernehmen wir jetzt noch wie zuvor, weil wir das einmal Ich hätte noch eine Frage. Ja, gerne. Mit den Rollen.
Wir waren jetzt bei Autor etc. Gibt es Möglichkeiten, Schreiber von Urkunden einzutragen? Oder Notare, die eine Urkunde verfasst haben? Genau, also wir haben auf jeden Fall Signer hier stehen für einen Unterzeichner. Wir haben ein Sekretariat, was man angeben kann. Also diese Liste ist schon hier relativ umfassend und die bildet relativ viel auch zum Beispiel Theater und so weiter mit ab und Film, Screenplay und Fotografer und dergleichen. Mhm. Also es gibt auch hin bis zum ganz unten stand eben Typesetter. Das ist sehr umfassend. Was jetzt hier für den Umgang mit Urkunden besonders geeignet ist, kann ich nun so schnell nicht rausfiltern. Wenn ein Faksimile erstellt wurde, ist hier Faksimiles dabei. Copy ist, bin ich mir relativ sicher, wäre noch ein Punkt. Ja, gerade den finde ich jetzt hier wieder gerade nicht. Copyright Claim and Computer. Ließe sich diese Liste vom Benutzer erweitern? Die ist nicht gedacht, erweitert zu werden, nein. Also es gibt den Punkt Other dann immer noch, um das offen zu halten. Wenn das allerdings erweitert wird, könnten wir das auf unserer Seite wahrscheinlich tun. Wir würden das Schema anpassen und können dann, dann würde diese Liste eben einfach um den Punkt erweitert stehen. Allerdings gehe ich ja jetzt erstmal davon aus, dass das aus einem bestehenden Vokabular entnommen wurde. Und diese Vokabulare haben, zumindest für sich oftmals verfolgen sie den oder haben sie den Anspruch, vollständig zu sein. Das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen und bewerten. Und wenn wir da jetzt eingreifen würden und die Liste erweitern würden, wäre das natürlich auch wieder ein Problem, weil wir dann eine gewisse Unschärfe auch wieder mit reinnehmen in dieses ganze Schema. Ja, weil das dann nicht mehr so trennscharf ist, wie es das Vokabular eben vorsehen würde. Ja, okay. Dankeschön. Mhm. Deswegen ist das schwierig. Der Punkt Author bleibt eben immer noch zur Verfügung und alles Weitere muss man sich in der Liste einmal heraussuchen und gucken, ob diese Liste eben zutrifft und ob man da eben was Passendes findet. Mhm. Okay, dankeschön. Ja, gerne. Auf den Editor muss ich wieder zurück und Author in Quotations und Author ist mit angegeben, genau. Es gab noch eine Frage zum Autor, Matthias, aus dem Chat. Mhm. Und zwar war die Frage, ob die Vorschläge, die in dem Autorfeld gemacht werden, direkt aus der GND oder sowas entnommen werden oder aus eventuell bestehenden Einträgen in TextGrid. Das ist eine Suche, die an die GND gestellt wird. Wenn ich hier zum Beispiel Kafka reinschreibe, dann kriege ich die entsprechende Auflistung und das ist natürlich alles jetzt gerade nicht der Franz, den ich vielleicht haben will. Fronti-Check, hier sind Franti 1991 und dann kriege ich im Prinzip gleich die ID mit dazu. Das ist jetzt immer noch nicht mein Franz Kafka, den ich hier haben wollte, aber zumindest ist es eine GND-Suche und hier wird eben direkt auch die PND-ID übernommen. Ja, das ist jetzt natürlich. Und dann würde sich der VIAF-Eintrag ja erübrigen. Genau, den braucht man dann nicht mehr an der Stelle, richtig. Also das ist auch auf jeden Fall zu bevorzugen, der GND-Eintrag gegenüber dem VIAF-Eintrag. Ja, und auch die Suche nach Goethe ist jetzt einfach noch nicht erfolgreich, weil die Liste hier noch nicht so umfänglich ist, dass ich meinen Johann Wolfgang von da drin finden würde. Ne? Aber es ist eine GND-Suche, die ausgeführt wird und Identifier, die dann hiermit übernommen werden. Gut, den Eintrag entferne ich wieder. Wird es denn empfohlen, wirklich nur Personen reinzuschreiben, für die es eine Normdateninformation gibt?
Nein, gar nicht. Ich kann also auch Leute, die bisher als Schreiber nicht aufgefallen sind, für die es keine GND gibt, kann ich da eintragen. Natürlich. Dieses Feld Identifier hierzu ist nur optional. Das ist nur ein weiteres Feld, was man zu diesem, ja, es heißt hier so Abstract Agents, ja, alle möglichen Personen oder auch Organisationen, die in irgendeiner Beziehung zu dieser Edition stehen sollen, hier aufgeführt werden können. Und das ist keine Bedingung, dass es einen Identifier gibt. Nein, das kann man so ausfüllen und das Feld einfach freilassen. Man müsste das an der Stelle auch immer sehen, wo hier so ein kleines Sternchen dabei ist. Dann, das sind immer die Pflichtfelder, die müssen auch ausgefüllt sein. Ohne die ist das ganze Objekt ungültig. Aber wenn man das in der Form nur leer lässt, wenn es auch nicht Pflichtfeld ist, ist das völlig in Ordnung. Okay. Okay. Dankeschön. Ja, gerne. Wir haben jetzt die beiden Objekte angelegt. Wir haben die Erschließung hier im Prinzip vorgenommen auf Grundlage der Informationen, wie wir sie im TI-Dokument vorgefunden haben. Und jetzt muss ich noch einmal auf dieses Konzept mit den Functional Requirements for Bibliographic Records zurückkommen. Denn darin ist ja diese Beziehung zwischen Werk, Edition und dem schließlich in unserem Fall hier digitalen Objekt beschrieben. Und für den Don Quixote haben wir die Besonderheit, dass sich dieses Dokument schon im TextGrid Repository befindet. Das heißt, ich kann, wenn ich unter Cervantes, hier sind wir, den Roman schon aufrufen. Hier ist ein XML-Objekt drin, auch ein TI-Text. Das ist eine deutschsprachige Übersetzung, die hier einst publiziert wurde. Es gibt allerdings an dem Metadaten dieses Objektes nun rausfinden kann, schon ein Werkobjekt, das wurde schon angelegt für den Don Quixote, und das sieht nämlich so aus, dass hier auch ein PND-Identifier schon referenziert ist, Cervantes als Agent eingetragen wurde. Hier sind auch unter Date of Creation schon Informationen eingetragen, also vermutlich die Lebensdaten. Und hier ist auch ein zugehöriges Genre mit angegeben. Darauf können wir uns berufen, auf dieses Objekt. Das können wir nachnutzen. Diese Erschließungsarbeit, die hier stattgefunden hat, muss ich nicht erneut ausführen. Ich kann diese ID, die ich hier lese, KV65.0, schlicht und ergreifend bei diesem Objekt mit hinterlegen, denn das Werkobjekt ist ja ein Konstrukt, das diese abstrakte Idee eben beinhaltet und ist insofern nicht an die Angabe einer, ist nicht an eine Sprache geknüpft, ist nicht an eine bestimmte Edition geknüpft, sondern ist davon losgelöst. Und ja, wenn ich das hier eintrage, dann habe ich schon diese Referenzierung wieder vorgenommen. Anders ist es für den eigentlich anonymen Text. Für den müssten wir, damit wir das hier ausfüllen können, dieses Metadatum und unser Metadatenmodell schließlich richtig anwenden können, ein Werkobjekt erstellen. Auch dazu wieder, das ist Plus-Icon hier oben ausgewählt, das Projekt ausgewählt, und jetzt kann ich hier eine Werkbeschreibung eingeben. Da hatte ich vermutlich meinen Editor schon geschlossen, sodass ich das jetzt übernehme es wieder nur so ganz allgemein und werde hier noch aufgefordert, ein
ein ungefähres gregorianisches Datum mit anzugeben. Das suche ich mir gleich noch raus, das mag ich gleich noch verbessern. Irgendetwas vergessen? Nee, tatsächlich, die Prüfung der Metadaten erfolgte jetzt. Ich kann auf Fertigstellen klicken und habe nun mein Werk. Ich öffne es mir noch einmal in meinem Systemeditor, um das Ach, der meint wahrscheinlich, mein Systemeditor ist noch auf. Okay, ich kopiere es mir einmal hier heraus. Und ich bräuchte für dieses gregorianische Datum eine ungefähre Angabe, was hier, welche hier zutreffen könnte. Hier haben wir Edition First ist 1499 und dann würde ich einfach auch dieses Metadatum an der Stelle einsetzen. Genau, hier könnte man noch Datumsbereiche eingeben, wenn das in irgendeiner Form wichtig ist. Und das Genre muss ich mit angeben. In dem Fall Drama ist ausgewählt, weil es der erste Punkt in der alphabetischen Sortierung ist, ist an der Stelle richtig. Ich kann das wieder abspeichern. Und jetzt haben wir auch diese Edition mit dem mit einem Werkobjekt versehen. Das heißt, wenn zukünftig dieses eine weitere Edition dieses Textes in TextGrid eingestellt werden sollte, hätte man immer die Möglichkeit, das zu referenzieren und kann an der Stelle eben Sorge dafür tragen, dass man diese Texte untereinander gut verknüpft und ja, leicht wiederfindet. Okay, wenn ich das jetzt richtig sehe, ich würde mir das Werkobjekt einfach hier auch per Drag and Drop nochmal mit in diesen Editionsordner hereinschieben. Das ist nur für meine eigene Datenorganisation. Wenn ich das soweit richtig sehe, sind wir vorbereitet und haben jetzt Volltext samt Erschließung und können mit der Publikation beginnen. Dafür wechsle ich gerade wieder nochmal auf meine Präsentation, wo ich dazu einfach... Ja, es sei denn, es sind Fragen. Ja, ich hätte eine Frage, Matthias. Und zwar muss man... also außer dem Item auch den Objekten Edition und Werk immer entweder erzeugen oder einen, der schon da vorliegen ist, benutzen? Oder kann man das, man muss das doch machen, oder? Also man kann nicht etwas dann später veröffentlichen, ohne dieses XML-Dokument mit einer Edition und mit einem Werk verknüpft zu haben, oder? Das würde ich beantworten mit einem klassischen, es kommt darauf an. Es gibt hier diese Vorgaben, was eben für eine Publikation benötigt wird. Und dazu gehört bei einer Edition zum Beispiel, dass sie mindestens ein digitales Objekt beinhaltet, ein Item. Das ist eine Voraussetzung und es muss dieser Rights Holder angegeben sein. Das heißt aber nicht, dass dieses Is Edition Of, was die Referenzierung zum Werk realisiert, mit angegeben sein muss. Das heißt nur, wenn ich ein Werk publiziere, dann muss ich mindestens einen Agent angeben, also sprich eine Autorin, einen Autor. So, diese Verknüpfung muss also nicht bestehen. Ich kann ohne Werkobjekt veröffentlichen. Das schafft ein bisschen Flexibilität, möchte ich allerdings auch ein bisschen davor warnen, denn es ist natürlich in gewisser Weise eine nicht ganz korrekte Anwendung des Metadatenschemas und des Datenmodells, so wie wir das
ja bei dem TextGrid-System vorsehen. Im Zweifelsfall ist natürlich immer der Weg zu uns offen. Man kann im Zweifelsfall immer bei uns nachfragen, wenn da Unsicherheiten, Unklarheiten bestehen. Das ist schon mal, das gilt ganz grundsätzlich. Auf der anderen Seite, genau, meine Empfehlung wäre, das Werkobjekt mit zu veröffentlichen, dass dieses Metadatenschema richtig angewendet wird. Und meine Empfehlung wäre auch, auf bestehende Werkobjekte, so sie denn vorhanden sind, zu referenzieren. Es spart mir ja letztlich auch hier vielleicht Arbeit beim Erschließen. Mhm. Es kommt natürlich auch da wieder die Frage auf, ob das in der Form in Ordnung ist. Also sprich, das veröffentlichte Werkobjekt könnte zum Beispiel eine falsche oder nur aus meiner persönlichen Sicht falsche Angabe zu Zeiten oder zu Orten oder zu Subject oder Genre, was auch immer drin stehen haben. Mhm. Und wenn ich damit nicht einverstanden bin, kann ich da nichts gegen tun. Aber ich kann dann eben ein eigenes Werk veröffentlichen. Und würde dann eben die Werte, so wie sie aus meiner Sicht richtig sind, angeben. Es ist ja ohnehin die Frage, also es gibt zum Beispiel faustische Texte nicht nur als Drama und wenn man jetzt als abstrakte Idee sogar irgendwie diesen faustischen Stoff modellieren würde, das funktioniert dann nicht mehr. Das ist dann nochmal eine Stufe weiter abstrakt. Das ist nochmal abstrakter. So ist das nicht gemeint. Und dann ist auch klar, dass das, dann würde das nicht funktionieren. Es ist schon, würde ich sagen, an eine Autorin oder einen Autor gekoppelte Idee, die ein Werk vermitteln soll. Da bin ich im Zweifelsfall wahrscheinlich auch kein ausgewiesener Experte dafür. Ich kann nur dieses Schema so anwenden, wie es vorgesehen ist. Was das Werk betrifft, ist das auf jeden Fall die Empfehlung. Nachnutzen, wenn vorhanden, wenn nicht vorhanden, selbst mit einstellen. Und falls das in irgendeiner Form nicht zur eigenen Erschließungsarbeit passt oder hier Pflichtfelder vorhanden wären, das sehe ich jetzt aber tatsächlich gar nicht, die man einfach nicht angeben kann oder will, dann ist natürlich klar, dann würde ich auch auf die Veröffentlichung dieses Werkobjektes verzichten. In dem Fall aber, hier sind wir jetzt, glaube ich, ist das jetzt soweit unstrittig. Okay, wir haben die, jetzt muss ich hier gerade nochmal reinschauen. Tatsächlich, das sehe ich nun gerade auf die Nachfrage hin, bei Werk ist tatsächlich die Angabe eines Agents für die Publikation erforderlich. Ich trage es mal noch nicht ein und wir schauen mal, was gleich bei der Publikation passiert. Dann sollte uns nämlich, weil eben diese Metadaten nochmal geprüft werden, soweit das automatisch möglich ist, dann sollte sich da eine Meldung ergeben, dass das nicht, dass das so nicht funktioniert. Okay, ich muss den Zoom hier wieder zurückstellen. Okay. Jetzt haben wir gesehen, wir haben nun die Dokumente ja schon alle bei TextGrid gespeichert und das ist im Prinzip auch schon gut. Damit sind diese Daten, würde ich sagen, sicher. Sie liegen allerdings in dem privaten Teil der Infrastruktur und nicht in den im öffentlichen Teil. Wenn wir sie jetzt in den öffentlichen Teil überführen, erhalten diese Daten einen Persistent Identifier, in unserem Fall ein Handle, den wir aber auch zu einem späteren Zeitpunkt zu einer DOI upgraden können. Die Daten werden dann schreibgeschützt. Das ist klar, denn publizierte Dokumente kann man nicht mehr bearbeiten. Allerdings bleiben sie revisionierbar. Ich kann dann eine neue Revision erstellen und kann eben diese bei Bedarf publizieren, um die vorige Version, ja, dann muss man sagen, zu ergänzen.
Für die Publikation gibt es bestimmte Anforderungen. Ich hatte schon bei der Project Manager Rolle erwähnt, dass nur eine Person, die diese Rolle trägt, auch überhaupt diesen Publikationsprozess starten darf. Jede Publikation braucht ein übergeordnetes Objekt, also entweder eine Edition oder eine Kollektion. Ich kann nicht einzelne XML-TI-Dokumente dort reinwerfen. Das funktioniert nicht, sondern wir brauchen, weil wir darüber eben dieses Metadatenschema in gewisser Weise absichern und validieren können dagegen, brauchen wir eben diese Editionsobjekte. Es gibt noch diesen Kollektionstyp, auf den ich nicht eingegangen bin bislang, der stünde da auch noch zur Verfügung. Und wir müssen eben darauf achten, dass diese bestimmten Metadaten angegeben sind. Ansonsten sagt uns hoffentlich gleich die Oberfläche, dass das dass hier an irgendeiner Stelle etwas fehlt und ein Objekt noch nicht zur Publikation freigegeben werden kann. Ja, und dann würde ich sagen, ich schalte wieder um auf meinen Bildschirm und bevor du jetzt publizierst, Matthias, habe ich noch eine Rückfrage zu der Autorangabe mit den spanischen Fragezeichen. Wir haben bei dem Author in Quotation den Fernando de Rojas angegeben und bei dem Autor dann nochmal. Und, ja. Und beides Mal ist es mit dieser VIAF-ID hinterlegt. Gibt es nicht ein Problem? Weil das ja beides mal die gleiche ID und einmal mit Fragezeichen und einmal ohne Fragezeichen. Das wird nicht gegeneinander geprüft. Ja, also muss ich erst mal schauen. Hier sind wir diese beiden Einträge. Die sind gleich. An der Stelle wird allerdings jetzt nicht geprüft, soweit ich es zumindest weiß, dass ein Identifier hier doppelt benutzt wird in verschiedenen Fällen. Das ist so in der Form tatsächlich auch ein realistischer Anwendungsfall. Vielleicht eher aus dem Theater kann ein Regisseur auch mitspielen. Und dann würde ich hier natürlich angeben, irgendwie unter irgendwo Screenplay oder so etwas. Meine Frage richtet sich jetzt nicht nach den beiden Feldern, die unterschiedlich benannt sind, sondern nach den unterschiedlichen Schreibweisen. Also würde nicht der Identifier die Schreibweise mit diesen Fragezeichen konterkarieren? Ja. Naja, die Frage ist ein bisschen, was jetzt hinter dem Identifier tatsächlich liegt. Es kann ja auch sein, dass die Angabe ohne die Fragezeichen auch unter dem Identifier sich so nicht auffinden lässt. Ja, also Namen können ja auch übersetzt oder transliteriert oder wie auch immer sein. Und an der Stelle findet einfach unsererseits keine Prüfung statt. Also ich weiß, worauf du hinaus willst, dass wir jetzt hier im Prinzip zwei mögliche Namen für einen Identifier angeben. Das klingt tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Ich würde es aber an der Stelle halt so lassen, weil die Fragezeichen hier ja die Unsicherheit markieren, während wir hier die Unsicherheit über die Rollenangabe eingeben. Also genau, soweit ich es weiß, gibt es da auf unserer technischen Seite keine Prüfung. Und wenn nicht, werden wir es fürchte ich gleich herausfinden. Und dann muss ich mich hier korrigieren. Aber solange würde ich nach meinem Dafürhalten das tatsächlich so stehen lassen. Und auch die Differenzierung von Vor- und Nachname und sowas ist nicht vorgesehen? Nee, an der Stelle gar nicht. Wir haben das eben gesehen, wenn die GND hier etwas ausfüllt. Ich kann ja auch nochmal einen Agent hinzufügen, um das zu demonstrieren. Dann ist die Schreibweise immer Nachname, Komma, Vorname. Und ist jetzt an der Stelle auch für mich schon fraglich, ob ich hier mit einem D beginnen muss. Nee. Wenn ich jetzt aus der GND das übernehmen würde, dann wird man halt häufig wahrscheinlich diese Schreibung in der Form eben finden. Ne? So Nachname, Komma, Vorname ist aber an der Stelle
keine Vorgabe in irgendeiner Form unsererseits, was wie eingegeben werden soll, sondern hier steht Name und das ist unspezifiziert an der Stelle. Ja, okay. Und falls doch jetzt zumindest das eine technische Hürde für die Publikation sein sollte, dann kriegen wir das ja ohnehin gleich angegeben. In diesem Navigator habe ich nun diese beiden Objekte. Ich kann auch hier Mehrfachauswahl treffen, kann eine Mehrfachauswahl dann aber nicht publizieren, muss ich jetzt einzeln vorgehen. Fangen wir mit diesem hier an und wählen im TextGrid Wrap publizieren aus. Achso, hier steht es schon hier oben. Die Edition kann jetzt geprüft werden. Wir führen diese Prüfung aus, die jetzt eben die technischen Metadaten durchgeht und guckt, dass wir in allen Pflichtfeldern Informationen hinterlegt haben. Das braucht einen kleinen Moment. Entschuldigung, Matthias, kannst du noch mal wiederholen, wo man sich dieses publizierende Fenster? Ja, ich habe einen Rechtsklick auf das Objekt gemacht und hier gibt es im Menüpunkt gibt es im Menü den Punkt im TextGrid Wrap publizieren. Ja, okay, alles klar. Genau. Danke. Es stehen ansonsten, wenn man Dokumente aus dem TextGrid auch wieder herausholen möchte, an gleicher Stelle, wo der Import zur Verfügung stand, auch der Export zur Verfügung. Und damit kann ich dann eben auch solche ganzen Ordnerstrukturen lokal bei mir wieder ablegen. Eine recht gute Funktion ist, dass wenn Dokumente einmal aus TextGrid heraus exportiert wurden, ich sie vielleicht dann lokal auf meinem Rechner, vielleicht mit einem lokalen Oxygen oder wie auch immer bearbeite, dann kann ich diese Dokumente wieder reimportieren nach TextGrid und habe dann die Möglichkeit, die bestehenden zu überschreiben oder als eine neue Revisionsnummer zu speichern. Und dieses in TextGrid veröffentlichen, publizieren, das sieht man nur bei einem Editionsobjekt und nicht weder beim Item noch beim Werk. Genau, sind Dinge, die sehe ich auch nicht hier bei TextGrid Repository, da gibt es das nicht, klar, weil die, wenn ich hier unter Playground gucke, bei der Aggregation kriege ich es nicht. Das sind eben Kollektionen und Editionen, die da zugelassen sind. Und das kann ich auch auf gar keinen Fall mit einem einzelnen Objekt machen, sondern ich muss das Metadatenschema soweit ausfüllen. Okay. Ja, wir warten hier immer noch auf die Rückmeldung von dem Publikationsdienst. Da bin ich aber ganz zuversichtlich, dass der sich gleich meldet. Wobei ich ehrlicherweise erwartet hätte, dass hier in der Liste schon das Dokument mit aufgeführt wird, aber das ist tatsächlich ein Schritt, den auch ich nicht alltäglich ausführe mit der Publikation. Ich kann vielleicht... Nee, einen zweiten kann ich nicht starten und Drag-Drop ist ja auch nicht. Ah,
Moment, wahrscheinlich war ich sogar vorhin etwas zu voreilig und habe hier auf Prüfen gedrückt, dass das Objekt noch nicht da war. Jetzt lasse ich es noch einmal ausführen für das Drama. Und ich kriege hier eine Angabe, dass eben ein Metadatum fehlt. Is addition off verlangt er hier von mir bei hier mit der 3RXBP bezeichneten Datei. Da muss ich mal gerade reinschauen, welche das ist. 3RXBP. Das ist das. Ach, ich habe die Verknüpfung zum Werkobjekt noch nicht hergestellt. Ja. Das habe ich an der Stelle ausgelassen. Jetzt schreiben wir es hier rein. Also können hier über einen Dialog is addition off. Das ist die Referenzierung eben des Werkes. Das Werk auswählen. Richtigerweise hat sich der Publikationsdienst darüber beschwert. Und ich habe die Änderungen vorgenommen. Kann jetzt hier erneut die Prüfung vornehmen. Beziehungsweise, hier fehlt noch beim Work-Objekt die Angabe eines Agents. Der nächste Punkt, den wir hier, das war der, den wir ausgelassen hatten, und das war eben hier unser Author in Question. Das ist jetzt die Frage. Ich kann mich auch hier darauf beschränken, den Editor anzugeben. Es ist, ja. Ich übernehme jetzt hier einfach, damit das kohärent ist, die Angabe, wie wir sie beim Editionsprojekt eben beim Editionsobjekt auch vorgenommen haben. Mitsamt Identifier und die gleiche Angabe noch einmal unter Author. Das kann uns dann gleich im TextScript Repository passieren, wenn wir uns die Liste der Autorinnen und Autoren anschauen, zu denen publiziert wird, dass wir wegen der Schreibung mit den Fragezeichen da nun immer ganz oben in der Liste eben genau dieses Objekt hier auflisten. Während ich mich jetzt frage, wie ich das spanische initiale Fragezeichen hier eingebe, kann ich auf ein Werkzeug zurückgreifen, nämlich die Unicode-Zeichentabelle, die hier zur Verfügung steht, und kann nach bestimmten Zeichen auch suchen und, gut lesbar ist das hier nicht, aber kann hier auch einfach das erweiterte lateinische Alphabet mir anschauen und kann mir hier auch weitere ganz spezifische Zeichen raussuchen, also die Unicode-Tabelle, mit der kann ich Zeichen in Metadatenfelder, aber auch in XML-Objekte übernehmen. So, jetzt müsste ich nur noch wissen, zu welchem Unicode-Block das Sonderzeichen gehört. Supplement für. Latin Extended oder Latin One Supplement, das weiß ich, hier ist es bei Latin Supplement. Also diese Unicode-Zeichentabelle ist ein ganz nettes Werkzeug, was einem da ein bisschen unterstützen kann, wenn man nach speziellen Zeichen sucht. Auch hier wieder speichere ich die Metadaten ab, kann ich die Prüfung hier erneut ausführen. Und ja, da nun der Status okay ist bei den drei Objekten, die ich publizieren möchte,
bleibt mir nur noch der Klick auf den Publizieren-Knopf und der Hinweis, dass der Vorgang nicht rückgängig gemacht werden kann. Das heißt, José, die letzte Chance zu intervenieren wäre jetzt. Alles gut, alles gut. Gut, okay. Okay. Ja, dann läuft jetzt eben die Überführung der Dokumente vom privaten in den öffentlichen Teil. Hier kommt schon die Meldung, wurde erfolgreich publiziert. Jetzt machen wir das einmal noch schnell für unseren ersten Text, den Don Quixote. Und ich weiß nicht, ob ich hier... Eben musste ich hier auch eine Weile warten, bis er mir hier in der Liste angezeigt wurde. Ich weiß nicht genau, was es damit auf sich hat, warum das eine Zeit dauert, aber geben wir dem Tool einfach einen kleinen Moment. Also den Text von La Celestina habe ich schon in textgradewrap.org gefunden. Genau, den schauen wir uns... Das URL gepastet. Ja, den schauen wir uns gleich nochmal an. Der müsste dort, also jetzt sehe ich hier zwei Änderungen, sehe ich hier. Einmal kriege ich hier so ein kleines, ganz kleines blaues Icon mit angezeigt bei den jeweiligen Objekten bei mir hier im TextGrid Lab. Ich kann jetzt auch noch hier irgendwie mit Rechtsklick draufschauen in den technischen Metadaten, steht jetzt drin, dass ich auf einmal nur noch Lesezugriff auf dieses Objekt habe, dass ich es nicht mehr schreiben darf. Und unter den vollumfänglichen Metadaten müsste, hier ist der Persistent Identifier eingetragen und es müsste auch Availability Public stehen, genau. So, das sind die... Informationen, die sich jetzt hier drin geändert haben, die wurden in diesem Prozess nun eingetragen. Ich kann vielleicht einmal nur, um das zu zeigen, hier drin keine Änderungen mehr vornehmen. Das ist schreibgeschützt. Das geht nicht. Ja, was ich aber sehr wohl machen kann, ist, dass ich dieses Dokument nehme und in einer neuen Revision abspeichere. Ich kann mir immer über Rechtsklick auch Revisionen anzeigen, kann ich hier die nullte Revision, wenn ich die im XML-Editor geöffnet habe, müsste es mir möglich sein, Speichern als neue Revision auszuwählen. Ich werde jetzt noch mal gefragt, um die Metadaten hier nur zu bestätigen. Das ist rein formeller Prozess und dann stolper ich hier in eine Fehlermeldung rein. Das ist, wie gesagt, das mache ich nicht so alltäglich mit den Publikationen. Anyway, was sagt unser Publikationsdienst? Nee, der sagt hier noch nichts dazu. Ich weiß nicht genau. Das Werkobjekt hat er. Wo findet man jetzt den publizierten neuen Text, genau? Ja, das machen wir gleich. Ich wollte versuchen, den zweiten Text noch mit zu übertragen und dann zeige ich gleich das Resultat auch noch im TextGrid Repository. Das ist auf der Webseite zu sehen. Im Chat steht schon der Link. Ach, okay. Wenn man in den Chat schaut, hat José den Link schon gepostet. Aber das ist ja merkwürdig. Ich muss hier, glaube ich, die eine Publish-Perspektive nochmal schließen und nochmal damit anfangen. Und falls das auch nicht funktioniert, dann haben wir hier zumindest einen Fehler gefunden, den wir jetzt verbessern müssen. Naja, hier passiert an der Stelle
Nichts mehr. Okay, aber das werden wir auf jeden Fall noch nachreichen, wenn klar ist, warum an der Stelle der Prozess hier nicht entsprechend. Entsprechend angestoßen wird. Kann jetzt geprüft werden. Ist noch nicht zum Publizieren geeignet. Steht jetzt nur noch hier oben, wenn ich auf Prüfen klicke. Okay, dann schauen wir weiter zu dem Ergebnis unter textgridwrap.org findet sich die Web-Oberfläche, die Webseite von diesem TextGrid Repository, jüngst jetzt mit dem Core Trust Seal ausgestattet, also ein zertifiziertes Repository. Und wir können uns hier Projekte listen lassen, die veröffentlicht haben. Das ist jetzt hier eine ganze Menge. Wir haben sehr viele Dokumente in der sogenannten digitalen Bibliothek. Wir haben die Notizbücher Theodor Fontanes und ja einige weitere Projekte, die einfach Dokumente hier schon mit publiziert haben. Und hier findet sich eben neuerdings auch unser Projekt mit den Dokumenten. Und ja, hier gelistet wird nun ein XML-Objekt, eine Aggregation und ein Werkobjekt. Was wir hier auch sehen, ist, dass die Edition im Namen mit den Fragezeichen zuerst trägt. Ich nehme an, dass das erste Eingetragene hier mit den Fragezeichen war und wir beim Werk als erstes ohne Fragezeichen eingetragen haben. Deswegen kommt jetzt diese Unterscheidung hier zustande, ist aber in der Struktur einheitlich und kein Problem. Ja, wir können auf den Text klicken und ihn uns hier betrachten. Auch bei jedem Objekt, was wir betrachten, gibt es unten den Zitationsvorschlag inklusive dem Persistent Identifier. Hier wurde nochmal von den Stylesheets die Lizenzangabe mit eingefügt. Also das ist eine Angabe jetzt aus dem XML-Dokument und das ist eine Angabe dann wieder von unserem Repository. Ja, und wir haben damit eben auch bestimmte Suchfunktionen, die zur Verfügung stehen. Das heißt, ich kann die Volltextsuche hier benutzen. Die Volltextsuche steht mir so auch im Text innerhalb des TextGrid Laboratories zur Verfügung, kann dann hier natürlich noch weitere Filter anwenden, Facettierung ist hier gegeben. Nicht nochmal was extra. Und ja, es gibt ein Set an weiteren Werkzeugen, die zur Verfügung stehen, um diesen Text jetzt ja, weiter zu bearbeiten. Verschiedene Exportformate stehen zur Verfügung, Plaintext für alle, die daran interessiert sind oder wer gerne auf E-Readern lesen möchte, kann sich hier auch direkt ein EPUB-Format herunterladen, um ja, womit man den Text dann einfach auf den Geräten entsprechend lesen kann. ZIP-Archive. Genau, und es gibt eben die Möglichkeit, dann den Text an das Voyant-Werkzeug zu überführen, eine weitere freie Annotation vorzunehmen oder von Clarin dieses Switchboard einzusetzen und dort ein TI oder ein Plaintext hinzusenden. Ja, das sind so ein paar Funktionalitäten, die hier noch mitgegeben sind. Das Wichtige aus unserer Sicht als Bibliothek ist, dass wir diese Dokumente jetzt hier an einem verlässlichen Ort gespeichert haben, dass wir ja, sie eben vorhalten können, dass sie auch technische Mindestanforderungen erfüllen.
Und wir können jetzt auch, das war ein Punkt, hier sind auch noch die Personen referenziert mit GND-Eintrag, einmal als Editor. Oh, GND-Eintrag? Nee, wir haben hier gar keine GND, wir haben hier einen FIAF-Identifier. Ah, das hat aber unser Web-Frontend hier falsch gepasst. Okay, das ist auf jeden Fall ein Fehler auf unserer Seite. Aber wir haben hier mit der Angabe Author in Quotations auch versehen, welche Rolle die Person dann nun hat, die hier angegeben ist. Wir haben diese Sprachangabe ja gesetzt. Jetzt kann ich zum Beispiel die erweiterte Suche auch benutzen, kann hier in den Metadaten nach Sprache filtern und gebe jetzt nur noch dieses Kürzel für Spanisch an der Stelle ein. Klicke auf Suchen und finde einen einzigen Text. Es ist tatsächlich so, dass auch für deutsche Sprachen sich unter Ausführung dieser Suche nur zwei Objekte überhaupt finden lassen. Denn offensichtlich gerade bei der digitalen Bibliothek wurde das Metadatum einfach nicht gesetzt und darum sind die so natürlich auch nicht auffindbar, die Dokumente. Und ja, insgesamt ist das mit der Sprachangabe leider noch nicht so verbreitet, wie wir uns das wünschen würden. Immerhin, das ist das erste spanische Dokument, was wir jetzt hier drin finden. Genau. Außerdem gibt es noch die Möglichkeit, im Textual Repository sich auch ein ganzes Korpus zusammenzustellen. Ich kann diesen Text jetzt hier steht zum Regal, zum Bücherregal hinzufügen und kann da jetzt noch weitere Texte suchen und diesem Regal hinzufügen. Und dann gibt es eben nochmal die Möglichkeit, sich die ausgewählten Texte zusammen herunterzuladen oder an dieses Voyant-Werkzeug zu senden, um Analysen ausführen zu können. Im Wesentlichen ist das aber genau einmal der Durchlauf, wie wir ihn heute schaffen wollten. Ich muss noch einmal zurückgehen in meine Präsentation, denn Publikation, Durchführung ist damit erledigt. Die Projektliste haben wir gesehen, genau, und die Suche nach spanischen Texten. Im Prinzip sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir die Daten sicher vorhalten und wo wir mit folgenden Projekten loslegen können und die die Daten weiter oder erneut in einen solchen Kreislauf bringen können. Damit beginnt das von vorne. Gut, die Werkzeuge hatte ich nun eben schon angesprochen. Besonders glücklich bin ich eben über den Persistent Identifier. Weitere Werkzeuge stehen hier zur Verfügung. Dann bleibt mir noch abschließend der Hinweis, dass die Aufzeichnung dann ab morgen zur Verfügung steht unter genau der URL wie jetzt auch hier dieser Raum. Vielleicht nicht gleich am frühen Morgen, weil ich die wahrscheinlich erst manuell einmal freischalten muss, aber ansonsten ist das alles in Ordnung. Und mir bleibt als Hausaufgabe herauszufinden, warum die Publikation des Don Quixote an der Stelle nicht funktioniert hat, weil das offensichtlich einfach die Oberfläche hier verweigert hat, das Dokument anzunehmen. Aber das klären wir und beheben es. Kann das sein, dass die Verbindung mit einem schon vorliegenden Werk irgendwie nicht geklappt hat? Ja, das ist möglich. Ich habe aber ehrlich gesagt da gerade keinen Einblick. Wir können aber auf Serverlogs zurückgreifen, die uns da Aufschluss geben. Ansonsten muss ich die Frage ohnehin weiter besprechen mit meinem Kollegen Stefan Funk.
der tippt, gerade intern schreibt. Er tippt und weiß schon Bescheid, dass wir da morgen drauf gucken müssen, was da dann los ist. Es sollte im Normalfall genauso funktionieren, das ist der modellierte Prozess und ja, das klären wir dann und vielleicht kann ich dann nochmal einen zweiten Screencast hier nachlegen, der zeigt, was dass auch dieses Objekt publiziert werden kann. Ansonsten, genau, wie gesagt, die Hoffnung war, dass damit im Prinzip vermittelt wird, wie man loslegen kann, mit TextGrid zu arbeiten, wie man in diese virtuelle Forschungsumgebung einsteigen kann. Ich denke, bei den Metadaten-Editoren ist für viele Anwendungsfälle ist da Vorbereitung getroffen und kann nur darauf verweisen, dass wir an der SOB dieses System seit vielen Jahren sehr erfolgreich einsetzen. Und wir laden natürlich dazu ein, uns das gleich zu tun. Also sprich, das ist alles öffentlich verfügbar und kostenfrei nutzbar. Und insbesondere dann, wenn solche Probleme auftauchen, wie bei mir eben gerade, gibt es über den daria.de Helpdesk auch verlässliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Da ist ein richtiges Ticketing-System dahinter, sodass auch sichergestellt wird, dass Ihre Anfragen da bearbeitet werden. Ja, vielen Dank. Die Aufzeichnung stoppe ich jetzt nochmal und falls aber danach noch jemand eine Frage haben sollte, dann gerne noch.